Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres monatlichen Podcasts Mitreden bei blutigem Halbwissen. In der heutigen Folge reden wir über Games und Modding. Ja, Modding von Games. Und an meiner Seite ist der liebe Nos. Servus. In New York. Und bevor wir das ganze Thema alles heute anfangen, möchte ich einen riesen Shoutout raushauen an den Gitarristen der Band Bayoun. Denn der hat sich hingesetzt und hat uns richtig geile Tracks gemacht. Die sind richtig top. Also, wenn ihr Bock habt, wir haben nämlich erst letztens eine neue Single rausgehauen, ihre erste Single rausgehauen. Guck mal in die Videobeschreibung. Die würden sich freuen. So. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, danke auf jeden Fall. Ja, also, das ist mehr als angebracht. Ja. Danke. Ist krass. Es ist halt extrem cool gewesen. So. Na los. Ja, Games. Modding. Moddings von Games. Also, weil es gibt Case-Modding, darüber reden wir nicht. Wir reden über Modding von Games. Ne? Mods für Spiele. Genau, nochmal so ein bisschen abzuholen, so ein bisschen erklärbar zu machen. Also, wir haben uns ja die unabhängig voneinander aufgeschlaut, ein bisschen was vorbereitet. Also, sprich, wir wissen nicht, was der jeweils andere sagen möchte oder vorbereitet hat. Ja. Wir haben uns aber so die grundsätzlichen Fragen gestellt, ist es gut, ist es schlecht, wie aufwendig ist das, soweit wir das überhaupt irgendwo einschätzen können. Eine ganz spannende Frage, gilt das schon als Cheaten? So ein bisschen die Frage Quality of Life Mods gegenüber Logik, gegenüber, was macht denn wirklich ein Gamechanger aus? Ne? Ja. Wie sieht es aus in Richtung Hersteller? Und so ein bisschen als kleine Detailrichtung, ne? Wie sehen wir Singleplayer gegenüber Multiplayer? Jetzt habe ich. Ich meine, ist eine Wiki-Suche weit weg, keine Frage. Aber ich mich erstmal so ein bisschen damit beschäftigt, was sind denn Mods eigentlich? Jeder nutzt es, ne, und kriegt mal viel Beschreibung und viel Empfehlung, aber was ist denn das eigentlich? Ja, was ist denn das? Oh. So, erzähl ich. Genau. Es gibt natürlich auch noch verschiedene Arten. Also Modding, es gibt grundsätzlich, klar vom Wort her, ne, Modifikationen. Ja. Also sprich, da kommt der Begriff Mod her, aber wie wird das eigentlich gemacht? Es gibt sowas wie zum Beispiel Ergänzungssets oder Ergänzungsmods. Ja? Sprich, eine Erweiterung von Handlungen, von verschiedenen, sag ich mal, Waffen, Modellen und so weiter und so fort. Also irgendwas, was einfach nochmal ein Stück weit oben drauf setzt. So ein bisschen als Add-on eher bezeichnet. Ja? Wir haben aber im Gegensatz dazu auch noch sowas wie, ja, Mutatoren. Doofer Begriff, was sich einfach damit beschäftigt, dass das Spiel an sich verändert wird. Ja, sowas wie, du kannst schneller laufen, kannst langsamer laufen, das Spieltempo ist schneller und so weiter und so fort. Ne? Ja. Es gibt eine, wusste ich ja tatsächlich vorher auch nicht, Total Conversions, was also sprich bedeutet, dass das Spiel komplett modifiziert wird. Ja. Ist üblicherweise als Bezeichnung, dass die Spielengine an sich erhalten bleibt, aber halt eben der Rest darunter wird komplett verändert. Ja, das habe ich mir ein bisschen gedacht, okay. Das ist, kann ich da, Doktor, wenn ich das so verstehen kann, Counter-Strike damals. Würde ich jetzt dazu zählen. Ja. Weil das war ja eine Mod für Half-Life. Um es mal genau, einfach mal ein Beispiel zu geben. Ja. Genau. Und aus Counter-Strike, das ist zum Beispiel ein extrem gutes Beispiel, weil es hat als Conversion angefangen, also sprich, es war ein Mod an der Stelle, aber, und dann kommen wir in den nächsten Anteil, es gibt Standalone-Mods. Ja. Weil Counter-Strike ist ja irgendwann als eigenständiges Standalone rausgekommen. Das heißt, die Engine ist gleich, das Spielprinzip ist gleich, aber es ist halt eben nicht, dass du Half-Life installieren musst, dann die Mod Counter-Strike installieren musst und dann die Mod starten musst, sondern dass halt eben direkt sagst, okay, Counter-Strike wird gestartet und läuft als Standalone, ohne dass Half-Life im Hintergrund läuft. Richtig. Okay. Genau, sowas wie Engine-Mods und Patches habe ich mal zwar auch nicht so ein bisschen reingelesen, ist jetzt aber, wie soll ich das bezeichnen? Ein bisschen schwierig, habe ich auch nicht ganz so extrem berücksichtigt. Das wären jetzt sowas wie zum Beispiel, Black Mesa zum Beispiel. Black Mesa ist das Half-Life 1 Spiel auf einer komplett neuen Engine aufgesetzt. Ja. Ha.
Das heißt also an der Stelle, das ist die reine Engine-Mods, die habe ich aber wie gesagt so ein bisschen ausgelassen. Ich komme zwar trotzdem so zwei, drei Mal drauf, aber so hauptsächlich habe ich mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, wie es mit Conversions, Mutatoren, Add-ons und so weiter aussieht. Habe ich da mal so ein bisschen reingelesen. Und Patches, es gibt durchaus, auch wenn sehr selten, dass Fans Patches rausbringen, die irgendwas an der Stelle an Fehlern im Spiel, an Bugs oder irgendwas in der Richtung lösen, beziehungsweise Mängel werden behoben, Limitierungen werden aufgehoben oder sonst irgendwas. Aber das habe ich zum Beispiel komplett rausgelassen. Das ist ja ein Patch und keine Mod. Genau. Ja, wird aber teilweise einfach mit der Vollständigkeit halber erwähnt. Aber, ja, klar, logisch. Okay. Macht Sinn. Ja. Und genau. Jetzt habe ich an der Stelle gesagt, okay, ich habe mich mal so ein bisschen durchgelesen, so welche Spiele sind denn eigentlich bekannt, beziehungsweise so ein bisschen ne, Historie. Ja, jetzt machen wir hier gleich Geschichtsstunde draus. Geschichte von Gaming, oh Junge. Hätte ich das auf in der Schule jeden gehabt? Fall. Ja. Krass. Deswegen, kommen wir direkt mal zur ersten Frage, die ich dir auch direkt mal stellen möchte. Klar. Wie gesagt, ist abgelesen. Ja. Ja. Aber wann glaubst du, ist denn das erste Spiel tatsächlich im weitesten Sinne gemoddet worden? So, Jahreszahl. Oh. Was schätzt du? warte mal, lass mich mal eben. Lass mich mal im Wiki aufmachen. Nee, lass mich. Ich google nicht. Ich sitze ein bisschen weiter weg jetzt vom Rechner. Also von der Tastatur besser gesagt. Puh, das ist eine gute Frage. Wird. Boah. Ja, okay, warte. Definition Mod gab es damals noch nicht. Das heißt, sie haben es anders wahrscheinlich betitelt. Das heißt, es kann super früh gewesen sein schon. Mhm. Ich würde jetzt aber eher sowas wie, ja, so was in der Warcraft-Zeit oder Starcraft-Zeit, so ein bisschen in dem Reich, so 19... Da liegst du noch ein bisschen daneben. 1990? Nein? Okay. Das Miran Tetris wurde schon gemoddet, ja? Nein, tatsächlich, also ich kannte weder das Spiel noch woher es kam, aber ich, wie gesagt, von komplett neu für mich. Du liegst ungefähr 30 Jahre daneben. Also doch, also die ersten Dinger. Genau, 1962. Junge! Junge! Ich habe gedacht, okay, was gab es da überhaupt für Spiele? Ja. Genau. Aber ganz interessanterweise, es ist im weitesten Sinne Mods nicht so, wie wir es heute verstehen würden. Aber es gab damals ein Spiel, nannte sich Space War. Ja. Okay. Ja. Wo letztendlich das MIT an der Stelle war da involviert. Ja. Und hat letztendlich gesagt, Mensch, ich möchte ganz gerne Sternenhimmel im Hintergrund haben. Ja, so ein bisschen im Weltraum-Simulation, relativ einfach für die damalige Zeit, vollkommen klar. Ne? Ja, ja. Aber sie haben letztendlich genau dieses Spiel genommen und haben es an andere Institute verteilt. Und da haben dann die jeweiligen Studenten und teilweise anscheinend auch Professoren dieses Spiel angepasst. Ja, deswegen Mods nicht unbedingt installiert, sondern wirklich das Spiel an sich modifiziert. Aber das scheint wohl so das erste Mal zu sein, wo es kommt her. Ja gut, macht Sinn. Macht Sinn, also, klar. Ja, hatte ich recht, dass dass dieses damals Modding, es gibt den Begriff Modding gibt es noch nicht so lange. Also doch schon, aber nicht so lange, wie das erste Spiel da gemoddet worden ist. Das heißt, die haben es halt nicht gemoddet. Das ist halt einfach einer. Aber hatte ich recht mit, okay. Nur wenn du ja hast. Ja, ich fand es auf jeden Fall, als Trivia fand ich es interessant, weil letztendlich, damals gab es noch keine Computerspielindustrie so in dem Ausmaße, aber da hat es halt eben schon so ein bisschen angefangen. Also das Interesse und warum, wieso, weshalb hat damals schon angefangen. Fand ich krass. Ja. Das ist aber auch logisch, dass das Interesse da irgendwann angefangen hat. Also erstens von Gaming und B von Modding, weil du hast das Ding durch oder du spielst es, damals gab's nicht so krasse Dinger. Ich habe von damals kein Spiel gespielt. Da bin ich noch ein bisschen jung. Darum wundere ich mich, dass du das nicht kennst, weil. Okay. Ja, direkt wieder erstmal ein Diss rein. Erst immer. Das wird auch der Running Gag werden, dass ich dich jede Folge einfach alt nenne. Ja, danke. Der Witz wird alt. Nein, du. Ja, danke.
Aber ja, das ist aber logisch halt, dass irgendwann gesagt wird, pass auf, wir sind jetzt so weit, das Spiel hast du, haben wir gespielt, es gibt so nichts Neues. Und wir müssen irgendwas machen, dass es besser, mehr kommt. Das ist aber normal. Das Auf hast jeden du in Fall. jeder Lebenslage. Wenn wir jetzt tatsächlich schon so ein bisschen dabei sind, das ist, sag ich mal, das ist jetzt so historisch, ne, so wirklich, ne, wann es überhaupt mal aufgetaucht ist. Tatsächlich die zweite Erwähnung oder das zweite, sag ich mal, Spiel, was an der Stelle leicht bekannt geworden ist. Ich meine, das ist zu Zeiten, wo halt eben noch kein Internet gab, also, Ja, ne, oder in den Anfängen war oder da war er noch nicht ganz finanzierbar. weit weg. Aber tatsächlich das zweite kenne ich sogar. Das habe ich tatsächlich gesehen, selber nicht gespielt. Dafür war ich selber noch ein Stück weit zu, aber gesehen tatsächlich. Gibst du mir den Namen? Ja, jetzt fangen wir erstmal an, weil das ist Jahreszahl. Das war 83. Also ja, gut, Da kommen wir schon gut in deine das Schätzung kennt. rein, ne? Ja. Und interessanterweise Castle Wolfenstein. Als ob, was? Ich habe gedacht, also ja, es ist. Ich habe es damals zwar gesehen, aber nicht wirklich so damit verbunden, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich mir gedacht, stimmt, da war noch was. Und zwar die Mod heißt Castle Smurfenstein. Das heißt, die haben, also, ich meine, heute kann man ja Gott sei Dank ein bisschen anders drüber reden. Castle Wolfenstein war ja im Prinzip mit ja, im Prinzip mit Nazisoldaten und so weiter und so fort, ne? Und die haben letztendlich sowohl die Stimmen als auch die Charaktere der Soldaten gegen Schlümpfe ausgetauscht. Nervenschein, geil. Also von daher Und krass. das sehe ich als richtige Mod an. Das andere sehe ich nicht als Mod an, wenn du das, um es zu erweitern. Ja, aber das ist wirklich, weiß nicht, ich sehe es jetzt gerade so, dass das eine Mod ist. Das ist eine Mod gewesen, was davor war, irgendwie, ja, wir sind noch nicht fertig mit entwickeln. Ja, ach, Early Access gab's damals schon. Ja, das war der Anfang, Early Access. Jetzt habt ihr es. Nein, darum. Also. Aber ist halt eben so die Sache. Ich meine, Castle Wolfenstein war ja auch eine ganze Zeit lang Ja, indiziert an der ja, Stelle. ja, ja. Also ich meine, so richtige Verbreitung. Und wie gesagt, ne, in der Ja, Zeit ohne gut. YouTube und alles drum und dran, da hat man sich teilweise einfach durch die Foren durchlesen müssen. Aber interessant, ne? So manchmal denkt man sich, wow, so alterstechnisch, jo, Der hat hat schon früh erstmal angefangen. seinen Kaffee ein. Achso, das hat man gehört. Ah, Ja, wunderbar. Ja, Kaffee ist darum. wichtig, Kaffee Darum. muss Ja, sein. bei mir ist es Tee. Ja. Aber krass. Gut, Castle aber Wolfenstein, hast es du heißt gespielt? ja. Nee, habe ich nicht. Natürlich habe ich es nicht gespielt, Junge. Das ist 10 Jahre vor meiner Geburt gewesen. Das habe ich nie nachgeholt. Das werde ich auch nie nachholen. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was für ein System ich da haben müsste, das zu benutzen. Commodore Ja, ich wollte gerade C64. sagen, C64, auf dem habe ich tatsächlich gespielt. Mein Vater hatte den C64. Oh, cool. Ja. An dem C64 konnte ich mal spielen. Boah, da war ich aber noch ein Stöpsel gefühlt. Ja, meine Gaming-Karriere ging früh los. Haben wir im letzten Podcast auch schon gehört. Ja, Running Gag, ne? Wir ja. kommen auf die gleichen Sachen. Ja. Aber, nee. Jetzt habe ich den Plan verloren. Kein Thema, aber ich wollte ganz gerne noch die Frage stellen, weil das tatsächlich was ist, was ich kannte, oder beziehungsweise schon mal gesehen habe. Kannst du dich bewusst dran erinnern? Ja, was heißt bewusst dran erinnern? Natürlich kannst du dich, wenn du dich erinnerst, dann bewusst. Aber was war das erste Spiel, was du gemoddet gespielt hast oder gemoddet gesehen hast? Boah, gemoddet gesehen oder gespielt habe? Das ist schwierig. Kann ich mich, glaube ich, gar nicht daran erinnern. Überlegt gerade wirklich, wann ich aktiv Mods benutzt habe. Naja, na gut. Warte, da Warte, kommen wir schon warte. so. Ja? Ja, Ach, du lieber extra, ja? ja, nee, pass auf. Wie sieht das ein? Nee, das ist keine Mod. Nevermind. Dann würde ich tatsächlich, 2011. Ich sage jetzt einfach mal, woran ich mich jetzt wirklich dran erinnere, wäre 2011. An Skyrim. Davor kann ich mich Alles nicht dran klar. erinnern. Und wenn, weiß ich nicht mehr. Also Ja. ist noch gar nicht so lange her. Hm. Ich erinnere mich definitiv an Skyrim. Ich weiß nicht, ob es davor irgendwas war. Das ist
Obwohl. Obwohl. Gab es da irgendwas? Nee. Tatsächlich nö. Nö. Also, ich würde sagen, jetzt wirklich Skyrim erstmal, weil ich nicht mehr. Überleg gerade die ganze Zeit. Aber mir fällt nichts ein. Das, ich sag mal, wenn wir das jetzt so ein bisschen aufziehen, so dieses ne, gut, schlecht, toll, nicht toll oder sonst irgendwas, eigentlich muss man sagen, interessanterweise hat es mit Shootern angefangen. Das hätte ich jetzt persönlich eigentlich nicht gedacht. Ja doch, klar. Doch, klar, logisch. Klar. Warum hättest du das jetzt nicht gedacht? Weil ich eher davon ausgegangen bin, dass irgendwo einer sagt, ich möchte irgendwo bewusst was verändern. Um irgendwo, sage ich jetzt mal, ich meine, sind wir doch ganz ehrlich, wenn sich einer überlegt, hey, ich will was Neues machen, entweder es geht irgendwo in Richtung Trollen, also nach dem Motto, ich will da mir irgendwo einen Scherz draus machen, oder aber ich erhoffe mir irgendwas davon. So, bei Castle Wolfenstein als Shooter, okay, ich will mir einen Gag draus machen, weil die Schlümpfe drinne vorkommen. Ja. Aber ich hätte jetzt dann eher gedacht, dass das so, ich verändere das Spiel so, dass ich mich leichter tue. Wo wir schon so ein bisschen in die Richtung gehen, so Cheaten, ja, ne? Also das ist eng miteinander verzahnt, aber ich hätte eher gedacht, dass auch Mods so ein bisschen in die Richtung gehen, dass du dir halt eben irgendwo Sachen leichter machen kannst. Wir sind ja weit entfernt von Spielen, die irgendwo hunderte Stunden brauchen, sondern wir sind in Spielen, die du halt eben nach ein paar Stunden durch hast. Hast du heutzutage auch, aber das ist was anderes. Ja, aber dieses nur größer, weiter und was weiß ich nicht alles. Das, aber tatsächlich, so, Shooter macht sogar Sinn. Bei einem RPG zum Beispiel, sagen wir mal so ein Final Fantasy, aber es dann auf einer Konsole und nicht auf einem PC, wo du halt weniger Möglichkeiten hast. Allgemein leider Gottes können die ganzen Konsoleros immer noch nicht richtig gut modden. Leider. Mhm. Finde ich immer noch schade. Aber macht aber Sinn. So, die Shooter waren so der PC-Anfang, so sag ich jetzt mal übertrieben gesagt. Ja? Hm. So, du hast so deine RPGs, die waren auf der Nintendo-Konsole immer, also NES, SNES und NES, besser gesagt. Oder Sega, Mega Drive und sonstiges Gefricke. Und Shooter waren eher so, weil Maus und Tastatur so, ne? Mehr oder weniger, ne? Weißt du, was ich meine? Du hast dieses. Ja, gut. Du hast diese Lager gehabt schon. Sofern unterstützt Castle Wolfenstein war natürlich auch rein mit Tastatur, ne? Ja, genau. Das meine ich ja. Aber interessanterweise, auch sowas wie, ich sag mal, interessanterweise haben die Hersteller darauf reagiert und haben es als gut befunden. Ja, warum denn? Und haben tatsächlich nicht? Sogar angefangen, den Zugang zu erleichtern. Ja. Naja, sind da ganz ehrlich. Ja, hau raus. Nee, erzähl. Wenn du jetzt davon ausgehst und sagst als Firma, ich habe etwas erstellt, ich habe da Arbeitsleistung reingesteckt, ich muss Leute bezahlen, und dann kommen im Prinzip Privatpersonen, die das aus Spaß an der Freude machen und schaffen irgendwas, wo du als Hersteller sagst, Mensch, vielleicht sollte ich das denen ermöglichen. Ja, ohne zu sagen, ich möchte dafür aber Geld haben oder ich sag mal, in den Anfängen war das ja alles sehr neu. Aber tatsächlich haben die Hersteller darauf reagiert und haben gesagt, okay, Software-Hacks, du musst ja im Prinzip das Spiel eigentlich hacken, um an den Source Code dran zu kommen, ja. Um dann auch zu wissen, wie du es verändern kannst. Ja. So, und das ist dann tatsächlich in die Herstellung von oder in die Produktion von neuen Spielen mit reingekommen, dass man an der Stelle sagt, okay, man kann diese Modifikationen einfacher implementieren oder einfacher erreichen. Ja. Also, muss man ganz ehrlich sagen, ohne dass die Hersteller das gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich heute nicht annähernd so. Nee, gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, was ich immer sage, ist immer. Warum sollte es man verbieten? Gerade auch bei den Anfängen so. Du hast dein Werk geschaffen. Castle Wolfenstein ist rausgekommen. Die Leute, die das gemacht haben, waren natürlich stolz auf ihre Arbeit. Ich meine, die haben da Arbeit reingesteckt. Ohne Ende. Ja. Und dann natürlich kommt dann jemand an, aber. Ist das nicht eine Würdigung, also eine Ehre für einen, wenn du da sitzt und dein Spiel ist so geliebt,
dass du, dass Leute daran noch mehr haben möchten, also noch mehr daran machen möchten. Dann das weiß ich tatsächlich nicht. Würde ich natürlich als, als Ehre empfinden. Ich stell jetzt mal die bewusste Gegenfrage. Also ich meine, dass die Leute das dann als positiv empfinden und zu sagen, hey, über mein Spiel wird gesprochen, das findet Anklang oder sonst irgendwas. Und dann das Gegenargument, ich habe etwas geschaffen, wo ich mein Herzblut reingeschickt habe und dann kommen andere hin und ziehen das irgendwo ins Lächerliche oder verschieben das irgendwo, sodass es nicht mehr meiner Vision entspricht. Dann sieht das nämlich schon wieder anders aus. Ja. Und deswegen, ich meine, ich bin immer wieder über die Frage gestolpert, so, ist es gut oder ist es schlecht? Ich meine, ob da jetzt Schlümpfe drin sind. Ich meine, da lachst du drüber und sagst, hey, cool, ne, klasse, lachst du drüber. Ich glaube, das ist eine Beleidigung an Deutschland gewesen. Ja, ne? Ja. Der größte Badass kommt hochbewaffnet da rein. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aber das ist so, das ist so ein bisschen. aber alleine das irgendwo herzunehmen und zu sagen, okay, wie kann man das erweitern? Ich meine, das Spiel oder die Spiele an sich zu sagen, okay, sie bekommen einen anderen Sinn dadurch, halte ich persönlich für gut. Ob das jetzt für ein Scherz ist oder für eine Erweiterung, da kommt es ganz bestimmt drauf an, wie man sich einfach dann miteinander verständigt. Ein gewisser Respekt gehört einfach mit dazu. Ja, Respekt für das Original zu haben, aber halt eben was anderes draus zu machen. Und da, sag ich mal, wenn wir jetzt über die letzten, in dem Fall dann knapp 40 Jahre geht, hast du halt eben da auch eine ganz, ganz krasse Verschiebung an der Stelle. Ja. Wenn wir jetzt aber in der Riege bleiben, so allgemein, habe ich tatsächlich auch selber gemacht, als dann keine Modifikationen hochkamen im Sinne von, dass du das Spiel an sich veränderst, sondern da sind wir jetzt typisch in diesen Add-ons beziehungsweise in diesen Erweiterungen, Level-Editoren. Ja. Das ist ganz spannend. Ich habe tatsächlich selber mein erstes Spiel, was ich tatsächlich gespielt habe, war Duke Nukem 3D. Ja, das haben wir alles in der letzten Folge gehabt. Haben wir letzten Folge, genau. Und dieser Level-Editor dabei, der Level-Editor war an sich nicht in dem normalen Umfang mit enthalten, konntest du halt eben separat runterladen mit einer Beschreibung und so weiter und so fort. Von der Internetseite Dirty Little Helper. Weiß ich gar nicht, ob doch, das... Doch, hast du sogar erzählt. Doch, stimmt, genau. Da musst du dich so lachen. Ja, wer kennt heutzutage noch den DLH, ne? Aber letztendlich da, und das finde ich zum Beispiel das, was speziell ein Hersteller eigentlich gut nutzen kann, wenn du den Spielern die Möglichkeit ergibst, ich sag jetzt mal, als Firma hast du, ich sag jetzt mal, 200 Leute, die ein Spiel entwickeln. Ja, und die gehen hin und setzen da irgendwo die ganzen Levels an, egal ob jetzt storytechnisch oder multiplay-technisch oder was auch immer. Ja. Und dann kommst du im Prinzip und sagst, hier, liebe Welt, liebe, ich weiß jetzt nicht, wie viele aktive Spieler es gibt, aber so nach dem Motto, hier, 50 Millionen Leute weltweit, schauen wir doch mal, was ihr an Ideen habt. Du kriegst als Hersteller ein Feedback irgendwo, was den Leuten gefällt. Es ist praktisch wie eine Marktanalyse. Ja. Was wollen die Leute denn? Und da sage ich mal, das ist so da, wo ich dann sage, das muss man halt als Hersteller halt eben ein Stück weit akzeptieren, ein Stück weit nutzen. Aha. Und dann halt eben aber auch ein Auge drauf haben und zu sagen, hey, was ist es denn? Ja. Und da sind wir zum Beispiel auch, weil gerade sagt das Konsolen, ganz interessant, weil ich habe für die PlayStation 2, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, Timesplitters. Da gab es auch für die Konsole einen Level-Editor mit dabei. Ja, aber das wir reden hier gerade nur von einem Level-Editor. Ja, genau. Aha. Aber du hast einfach gemerkt, diese Kreativität kommt durch. Ich meine, es gibt andere Spiele, die das noch weiter fördern, aber so in diesen Anfängen, ja, es geht, wenn man gewisse Regeln einhält und dann kann auch wirklich was Geniales dabei rauskommen. Also, ja, so gut oder schlecht. Ja, natürlich, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe bei mir in den Notizen ja auch ein paar Dinge drin stehen. Kommen wir später noch zu, weil es gibt leider verschiedene Mod-Arten. Ich habe die Mod-Arten ja aufgeschrieben, die es gibt. Kommen wir später mal zu. Werden wir drüber stolpern. Gerade in der Zelle verrutscht. So. Aber erstmal für dich, was war eigentlich die letzte Mod, die du installiert hast?
Einfach stumpf. Die letzte. Die allerletzte Mod, die ich installiert habe, war für Raft. Ja, okay. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ich meine, es gibt ja an der Stelle immer wieder so Sachen, so, hey, was interessiert mich? Und Raft hat mich an der Stelle extrem. Ja, wie soll ich das beschreiben? Mich hat's massiv genervt, dass du einfach gewisse Sachen einfach keinen logischen Sinn ergeben. Ganz detailreiches Beispiel an der Stelle, bei Raft, also sprich, du bist auf dem Floß und baust dir halt eben ein bisschen auf, Survival-Charakter und so weiter und so fort. Und du kommst irgendwann an den Punkt, dass du Gläser herstellen kannst und kannst von so einer Bienenkolonie kannst du Honig irgendwo abzapfen und packst das in ein Glas. Hey, Logik, kein Thema, ja. Super, ja, Honig kommt ins Glas, damit ich es verwenden, transportieren kann. Wenn du es dann verwendest, das heißt, den Bienenwachs dann irgendwo reinkebst, dann ist das Glas mit weg. Ich dachte, ey, das darf nicht wahr sein. Das macht logisch keinen Sinn. Das macht im Spielprinzip so keinen wirklichen Sinn. Warum ist das so? Und hab gesagt, Mensch, das will ich irgendwo anders haben. Und bin da so ein bisschen drüber gestolpert. Hey, was gibt's denn noch für andere Mods? Ne? So ein bisschen Inventar einfach mal anders sortieren zu können. Jetzt mal diese Quality of Life-Themen, dass du einfach selber ein bisschen was weiter damit ankommst, plus halt eben so ein bisschen Logik. Na, ich gesagt, das brauche ich. Das brauche ich, ja. Das ist cool. Ja, okay, das ist so ein Logik-Ding. Gut, das macht Sinn. Da gibt es viele, die hilfreich sind. Es gibt viele, die irgendwie dann doch Game-Breaking sind, ne? Ja, das ist halt eben immer die Frage, ne? Wo fängt es an, dass du das Spiel besser machst, logischer machst oder handhabbarer machst? Und auf der anderen Seite, diese Grenze nicht zu überschreiten, dass du es dir nicht zu einfach machst und im Prinzip keinen Anreiz mehr hast, das Spiel zu spielen. Genau, da habe ich nämlich ein gutes Beispiel nämlich dazu. Stardew Valley. Habe ich mir, glaub, mittlerweile so viele Mods gedownloadet wie noch nie. Also Skyrim habe ich viele Mods drauf gehabt, aber das war ja nur zum Testen. Aber bei Stardew Valley sind wirklich Mods, die Quality of Life sind oder fast schon im Bereich Cheating sind tatsächlich. Da habe ich sowas. Kennst du Stardew Valley? Oder ich werde es wahrscheinlich. Vom Sehen her. Also du hast eine Farm und so weiter und du hast halt, du levelst deine Skills auf und damit kriegst du Crafting-Rezepte. Sowas wie Sprinkler. So, da gibt es standardmäßig drei Sprinkler. Den Standard-Sprinkler, der 4 Felder macht, der Qualitäts-Sprinkler, der 8 Felder, also einmal um sich herum bewässert jeden Morgen. Und dann gibt es noch den Iridium-Sprinkler, der 2 Felder, also nicht 2 Felder, sondern 24 Felder bewässert um sich herum. Mhm. So. Und dann habe ich mir eine Mod installiert, dass ich die Dinger kaufen kann. Das heißt, ich musste diesen Level gar nicht erreichen, um das zu haben. Die sind sehr teuer im Vergleich. Aber ich komme halt recht schnell dran. Auch wenn ich das Level noch nicht habe. Das ist, ich würde sagen, das ist Cheating. Da bin ich auch tatsächlich der Meinung, es ist eher schon ein Cheaten. Ja. Weil du musst, glaube ich, Level 9 oder so erreichen und das dauert ein bisschen. Das ist schon krass. Ja, solange du halt eben den Spaß am Spielen dadurch nicht verlierst. Ne? Das ist so, hey, da macht es irgendwo Sinn, du kannst dann irgendwo einfach mehr bewässern und so weiter und so fort. Okay, ja, du musst das nicht machen. Du musst das nicht machen. Weil du musst ja, sonst musst du mit deiner Gießkanne jedes Feld einzeln bewässern und damit hast du halt richtig ein Riesenfeld, was du nicht selber bewässern musst. Das spart dir natürlich Spielzeit und im Spiel halt Energie, die du sonst irgendwo anders haben muss und kann sich halt auf andere Dinge konzentrieren. Habe ich aber auch erst recht spät installiert. Muss ich ganz ehrlich zugeben, wo ich dann schon weiter war. Genau. Und da kommen wir zum Beispiel zu einem Thema, wo ich auch immer wieder drüber nachdenken muss, wenn ich mir irgendwo einen Mod installiere oder einen Mod raussuche. Dieses, als Spielehersteller einen Spieler möglichst lange an ein Spiel zu binden, ja, kann ich nachvollziehen. Aber wenn die Aufgaben dann irgendwie immer repetitiver werden und irgendwann sagst du, boah, jetzt schon wieder. Und es muss so eine einfache Möglichkeit geben. Und dann sagst du, die kriegst du dann erst im Spiel, aber so spät im Spiel und ach, du bist ja eh schon mit anderen Sachen beschäftigt. Dann ist es ist Cheaten, ja, aber irgendwo so dieses, naja,
als Spielehersteller hätte man es aber auch besser lösen können oder so Zwischenschritte irgendwo machen können. Das Game Design. Das ist so eine krasse, ja, das ist eine krasse Sache, weil das geht so ein bisschen gegen den Hersteller. So nach dem Motto, boah, man muss es ja nicht gleich übertreiben. So nach dem Motto, ne, Sammelaufgaben. Finde 100 davon, mache 100 mal das und so weiter und so fort. Oh, herzlichen Dank und auch. Und die Questkarte, ja. Aber ist je, also wir reden nicht nur von einmalig, sondern gerade, also ihr redet nicht von einmalig, sondern so 4, 5, 6, 7, 8 Quests. Und das ist immer von der gleichen Person und bis dann kommt erst die richtige Hauptquest. Sowas zum Beispiel. Ja. Das ist und das ist so ein, und das ist ein ganz heikles Ding, weil klar, jede Person ist anders unterwegs. Manche sagen, hey, habe ich Bock drauf, möchte ich machen, ist realistisch, passt. Und andere, die halt eben sagen, hey, ah Mensch, wäre schon schön. Da bist du so in dem Bereich diese, was ich am Anfang so ein bisschen diese Mutatoren, ja. Wenn du es verändern kannst. Wenn du irgendwo sagen kannst, Mensch, du kommst aber doch irgendwo besser dran. Und dann kannst du immer noch. Und das ist halt eben eine Sache, wo ich sage, bei einem Story-Game sollst du an die Hand genommen werden, weil du willst eine Geschichte erleben. Wenn das aber so Sachen sind, so Aufbauspiele, Survival-Spiele oder Crafting-Spiele jetzt mal im ganz allgemeinen Sinne, lass den Spielern mehr Freiheiten, damit sie sagen können, Mensch, ich möchte es ein bisschen schwerer haben, ich möchte es ein bisschen einfacher haben. Ja. Also so dieses ja, also Cheaten ja, gut ja, aber schlecht für den Hersteller. So nach dem Motto, wenn du uns nicht die Möglichkeiten gibst, dann suchen wir uns das als Spieler selber raus. Ja. Ne? Also das ist schon so, okay, ganz, ganz tief in der Diskussion an der Stelle drin. Und ich sag jetzt mal auch so ein bisschen diese Sinnhaftigkeiten an der Stelle, auch so ein bisschen, man muss immer drüber nachdenken, was du als private Person nicht unbedingt immer zu berücksichtigen musst, sind halt eben dann irgendwo rechtliche Themen, Lizenzthemen. Ja, ja. Beispiel GTA zum Beispiel. GTA ist für mich immer so ein absolutes Highlight, wenn dann die Leute ankommen und sagen, okay, wir haben das Auto mit reingebracht. Wir haben, was weiß ich, ein Subaru in einer speziellen Version mit reingebracht. Wir haben, was weiß ich, eine Mercedes S-Klasse irgendwo reingebracht. Was es im Spiel halt eben so nicht gibt, wo es letztendlich sagen kannst, das verändert das Spiel auch nicht wirklich. Aber der Hersteller könnte es im Zweifelsfall nicht machen, weil er einfach die Lizenzen dafür nicht hat. Beziehungsweise, wenn er die Lizenzen organisieren würde, dann wäre das Ganze viel zu teuer. Aber warte, jetzt kommt's nämlich. Das sind schon wieder Mods, die sind serverseitig. Bei GTA wäre sowas serverseitig. Weil wenn ich mir jetzt einen Mod installiere und ich packe mir da, weiß ich nicht, irgendwas hin, weil ich Dark Souls und die Feuerhüterin ist, weiß ich nicht, einen weiblichen Charakter aus irgendeiner Serie oder Film. Ein Charakter aus einer Serie, weiblicher Charakter aus einer Serie, wo du weißt, dass die Serie, wo die Entwickler so, also die Produktion ein bisschen schwierig. Da bin ich komplett was mit. Okay, worauf ich hinaus wollte ist, wenn ich mir das als Privatperson downloade, interessiert es ja auch gar nicht bei Dark Souls. Ich ersetze die Feuerhüterin mit irgendeinem anderen Charakter. Von Magic the Gathering. So, bumm. Ja? Mhm. So, das hat ja Bandai Namco bzw. From Software gar nicht. Die haben da gar kein Problem damit. Wenn es aber serverseitig wäre und es für mehrere Leute zugänglich wäre dadurch, sowieso ist, dann könnte es eher Probleme geben, klar. Aber da wird trotzdem kein Entwickler oder Publisher gezogen, sondern der die Mods gemacht hat. Weil der verstößt gegen die Lizenzrechte. Ja, das ist... Lizenztechnisch, das ist sehr schwierig. Das ist ein sehr hartes Thema. Ja. So, ne, ich meine, muss man halt eben irgendwo auch ein Stück weit akzeptieren, sag ich mal, wenn man irgendwo sagt, Mensch, das könnte der Hersteller doch machen. Ja, könnte er, aber die Konsequenzen oder die Abhängigkeiten, die da hinten dran stehen, die machen das Ganze wieder zunichte. So, und wenn sich dann die Leute hinsetzen, und da sind wir wieder so ein bisschen im Thema, ne, Aufwand, dass die Leute sich stundenlang hinsetzen oder tagelang oder wochenlang oder monatelang, um dann irgendwas in der Richtung zu erstellen, hat dann irgendwo einen anderen Charakter.
Aber da ist halt eben so ein bisschen so herstellerseitig so dieses, ne, hey, man sollte vielleicht mal so ein bisschen den Respekt ausdrücken. Und wenn man merkt, hey, da kommen jetzt unheimlich viele Themen in der Richtung, vielleicht auch mal den Kontakt aufbauen und sagen, hey, es ist tatsächlich keine Übertreibung an der Stelle. Spieleentwickler schauen öfters mal nach Moddern, ja. Um die dann letztendlich anzustellen. Ja, ich weiß. Da gab es ein ganz krasses Beispiel. Das wollte ich vorhin schon bringen, habe ich es wieder vergessen. Wollte ich vorhin schon sagen, mit Wolfenstein, ne? Newcastle Wolfenstein, also ist Wolfenstein. Ich habe nur die Person nicht mehr. Weiß ich jetzt nicht mehr. Es gibt diesen Fall, wo jemand. Also darauf wollte ich hinaus, die Person, die Castle Wolfenstein gemoddet hat. Ich sag mal so, wenn man schlau ist, nimmt man diese Person und stellt die an. Weil diese Person hat die Skills für sowas. Die Motivation, den Drive, für so etwas zu machen. Nicht überall, aber ja. Genau. Ja, gut, da bist du dann auch wieder in dem Bereich, ne, das hat jemand dann irgendwo als Hobby gemacht oder privat gemacht. Wenn er dann das Ganze in einem beruflichen Umfeld macht und jeden Tag 8 Stunden das macht, hat er dann noch Spaß daran oder ist dann zu viel oder sonst irgendwas? Ich meine, da gibt's unheimlich viele Faktoren. Aber diese Kombination zwischen Moddern und Herstellern, die, sage ich mal, ist ganz interessant. Weil du kriegst dann dadurch einfach neue Ideen, kriegst einen anderen Input, andere Sichtweisen. Selbst wenn es dann irgendwo, ich meine, jetzt sind wir natürlich dann tiefst im Vertragsrecht. Muss ja nicht so, sofort eine direkte Anstellung sein, kann ein Beratervertrag sein, kann Freelancer. Freelancer, genau, irgendwo stundenweise sein und so weiter und so fort. Ja, meiner Meinung nach müsste das ausgebaut werden. Ja, das mehr mit einbeziehen, ja. Da gehe ich voll mit. Und ich sag mal, ein Hersteller wäre und die Hersteller wären durchaus ein bisschen gut beraten daran, einfach auch nicht das Ganze, ne, mit Hinsicht auf Lizenzen und ähnliches irgendwo so ein bisschen freizusprechen, ja. Aber auf der anderen Seite ist dieses, wenn es dann mal Plattformen dafür geben würde, so eine einheitliche Plattform pro Hersteller, ja, so ein bisschen auch so dieses, ich mache das Modding, damit ich angestellt werde. Ja, um sowas vielleicht auch dann irgendwo anzubieten. Ja, das sind durchaus so Sachen, so, cool, so kleiner, ja. Denkanstoß, wäre doch mal interessant. Ja. Und eine Sache, die habe ich bisher noch gar nicht angesprochen, weil du das eben meintest, ne, so Singleplayer gegenüber Multiplayer, clientseitig und serverseitig. Ja. Auch das ist wieder so eine Sache, die nicht so ganz eindeutig ist. Im Singleplayer, gut, kannst halt eben machen, was du willst, ne? Musst du selber annehmen, musst du selber für dich entscheiden, ob das Sinn macht. Willst es dir halt eben oder solltest es dir halt eben nicht kaputt machen. Im Multiplayer bist du unterwegs, ja, erstmal die Frage, kooperativ oder nicht. Wenn du kooperativ unterwegs bist, dann musst du dich halt eben irgendwo in einer Gruppe zusammenfinden, hast aber die Gefahr, dass einfach unheimlich viele Splittungen aufkommen können. Ich möchte aber den Mod und ich möchte das noch und hier und da. Bis du da mal auf einen gemeinsamen Nenner kommst, und da ist dann auch wieder so ein bisschen übersichtstechnisch, ne? Was gibt's alles für Mods und so weiter und so fort? Gut, viele Webseiten bieten das mittlerweile an, die 5 besten Mods für, was weiß ich. Oh, du, ich hab nur eine Quelle für Mods. Gut, okay. So. Aber dann, so, wenn du sagst, du bist im Multiplayer und spielst gegeneinander, ja. Dann ist schon, wow, okay, du brauchst ein blankes Regelwerk und wirklich ganz klar abgegrenzt. Wobei ich aber dann aber sage, wenn es dann im kompetitiven Bereich geht, da hat das nichts zu suchen. Nein, also im Competitive-Bereich hat keiner Mod irgendwas zu suchen. Also selbst wenn an der Stelle man sagt... Wenn wir wirklich sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal ESL. Ich weiß, Ezel und so weiter, Blabiblum und so weiter. Es gab ein bisschen Probleme mit dem Dings, was ja aufgekauft worden ist. Aber da gehören keine Mods rein. Definitiv nicht. Also das ist selbst ja für die ganzen Turniere, dass du sagen würdest, okay, wir machen jetzt bewusst ein Turnier und setzen dafür ein anderes Regelwerk an oder setzen dann irgendwo Mods an, würde ich persönlich nicht gut finden. Würde ich nicht sagen. Würde ich so nicht, weil wenn das ganze Turnier sich um eine Mod dreht, ist das ziemlich geil.
Gerade wenn es eine richtig geile Mod ist. Aber nicht kompetitiv in einem Turnier. Doch. Auf LAN-Partys, auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo es um nichts geht, könnte ich mich vielleicht damit anfreunden. Aber wenn es wirklich heißt, okay, wir machen ein Turnier und benutzen eine spezielle Mod, sage ich persönlich, nee. Das finde ich dann ein bisschen wieder daneben. Ah, weiß ich nicht. Bin ich, also es kommt immer drauf an, wenn ich bin mir nicht ganz sicher, wie Battle Royale entstanden ist. Ich glaube, Battle Royale ist nämlich auch eine Mod gewesen. Das war doch war das nicht die Mod von DayZ, hier King of the Kill oder sowas? Ja, irgendwie in der Richtung. Und es war eine Mod und jetzt guck dir mal an, was aus der Mod geworden ist. Und wenn es darüber dann vorher ein Turnier auch gab, so, was frisst das denn? Nichts. es killt keinen. Ganz im Gegenteil, gerade wenn die Mod sehr beliebt ist. Sagen wir mal, du hast... Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach Counter-Strike. So. Da gibt's ja verschiedene Maps. Map-Arten. Früher, ne, wer es noch kennt, die Surf-Maps und so weiter. Ne? Nehmen wir jetzt einfach mal. Stumpf. Ne? Es ist keine Mod, ich weiß. Ne? Aber wir nehmen. Ja, aber jetzt, wenn du jetzt daraus ein Turnier machen würdest, was nur eine Surf-Map wäre als Turnier, wo jeder die gleiche Möglichkeit hätte, das ist ja, wieso, das haut doch nicht weg. Das macht doch nichts. Ja, aber es sorgt dafür, dass du einfach unheimlich viele Aufsplittungen hast. Du musst bei jedem Turnier dann irgendwo sagen, okay, was genau wird gespielt. Es ist so ein bisschen dieses, wenn du ein guter Spieler bist, heißt das nicht, dass du dann mit der Mod am besten, oder ich sag jetzt mal, lass uns einfach den Begriff Mod verwenden. Ja. Dann ich komme aber mit der Mod so nicht klar, und dann hast du im Prinzip dann automatisch wieder diese Sachen. Ne? Dann bist du aber auf dem Turnier. Die Turniere sind ja nicht so, wir schreiben jetzt ein Turnier aus von dem Spiel. Und 3 Tage vorher wird gesagt, wir spielen außerdem die Mod. Das ist ja nicht so. Es wird ja schon explizit gesagt, wir machen genau das. Das ist das Ruleset. Das ist die Mod, die wir verwenden. Das ist der Game Mode. Den müsst ihr haben. Wenn du sagst, yo, ich will mich anmelden bei einem Turnier, du guckst vorher und sagst, ja, gut, aber die spielen Mod NOS 2.0. Da habe ich keinen Bock drauf. Die kann ich nicht. Da komme ich mir nicht klar. Dann meldest du dich doch nicht an dafür. Ja, aber nimmt das dann nicht irgendwas weg in Richtung Vergleichbarkeit? Ich meine, nehmen wir mal den Vergleich im, was weiß ich, Rennsport. Ja. Jede Saison heißt dann im Prinzip, okay, Regelwerk wird angepasst, Autoentwicklung an der Stelle, was weiß ich, irgendwelche Grenzen müssen eingehalten werden und was auch immer. Was weiß ich, ich nehme jetzt einfach mal das einfachste Beispiel, Formel 1, irgendwann hieß es, es darf im Rennen nicht mehr getankt werden. Ja. So, dass die also dann irgendwo anders mit ihrem ganzen Spritverbrauch umgehen müssen. Wo ich sage so, ja, okay, aber dann hast du trotzdem wieder das Thema, aber die Vergleichbarkeit mit vorherigen Saisons ist dann wieder schwierig, weil die Zeiten sich ja anders ändern, weil du ja im Prinzip weniger Boxenstops machen musst oder vielleicht mehr oder ne? So, und da sage ich mal, das ist irgendwo immer ein bisschen schwierig. So ein gewisser Grundstandard, dass man irgendwo auch, sage ich jetzt mal, in Richtung Zugänglichkeit, Vergleichbarkeit, so für jeden die gleichen Chancen bringst, ist schon irgendwo ein schmaler Grat. Ja, ist mir klar, aber würde ich dann doch eher begrüßen. Ich meine, unabhängig, wie wir uns ja jetzt, ich meine, wir zwei werden jetzt nicht die Gaming-Welt irgendwo davon überzeugen, dass sie sagen, boah, ja, guck mal, die zwei haben sich drüber unterhalten, jetzt machen wir es so. Ja, aber ich finde, also dieser Denkanreiz, ich weiß nicht. Ich find's halt ein bisschen schwach, zu sagen, dass dann keine Vergleichbarkeit ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen schwach. Das war eben die Frage. Gerade weil es, wenn es so viele Facetten von einem Spiel gibt, dass du mehrere Turniere in verschiedenen Mod oder Kategorien machen kannst, dann ist das Spiel ziemlich krass. Dann hast du mehrere größere Lager, such dir das aus, die das wollen. Die das so geil finden, dass sie sagen, ja, pass auf, ich spiele nur die Mod. Ich spiele nur in Apex Duos. Duo-Turnier. Ich spiele in Apex nur Trios. Trio-Turnier. Ich spiele nur, wie heißt dieser 3 gegen 3 Dings nochmal? Arena. Arena. Ja, okay, so kannst du mal.
So, da hast du drei Arten und wenn es davon jeweils ein Turnier gibt, wird keiner rumheulen. Der nur Trio spielt, der sagt, ja, vielleicht ein Duo doch mal. Okay, der Duo spielt, interessiert sich für die anderen beiden null. Hey gut, mit dem Effekt, dass dann heißt, okay, dann hast du nicht nur ein Turnier oder zwei Turniere im Jahr, sondern hast du auf ja einmal schon, acht. Du hast um viel halt mehr Leute, die reinzuholen. Es können viel mehr Leute mitmachen. Aber du hast diese Splittung. Wenn jetzt nicht unbedingt jemanden dabei ist, der sagt, ich möchte das alles mitmachen oder ich kann irgendwo drei, vier verschiedene Turniere mitmachen, dann hast du wieder das Thema, okay, aber die Spielerbasis, die verschwimmt dann wieder ein bisschen. Ich sag mal, im schlimmsten Fall, Worst Case, dann hast du irgendwann nicht mehr genügend Leute, um ein Turnier hinzukriegen. Okay. Im Best Case, die Leute fangen halt eben an, immer wieder sich in andere Richtungen zu orientieren. Und der eine, der, um jetzt mal beim Beispiel zu bleiben, bei Apex in Duos extrem gut unterwegs ist und sagt, das bleibe ich aber. Ja. Und jemand anders, der sagt, ich mache aber Trios, der wird gegen den nicht antreten, hat also trotzdem dann wieder eine Chance, da der beste Spieler zu werden. Ja. So, ja, also ich sehe beide Richtungen. Ich persönlich weiß nicht, also ich würde es eher als schlecht empfinden. Ne? Also meine persönliche Meinung. Ja. Du sagst an der Stelle, du würdest es eher als gut empfinden. Weil einfach so viel ein bisschen, mehr Leute, die an Turnieren teilnehmen können. Warst du schon mal bei einem Counter-Strike-Turnier? Warst du schon mal sowas? Du brauchst fünf Leute. Du musst fünf Leute sein. Du kannst nicht alleine reingehen. Oder zu zweit. Weißt du, was ich meine? Du hast diese Limitierung. Du musst fünf Leute sein und du musst so viele Leute sein. Aber du kannst nicht sagen, wir beide einfach mal Apex-Turnier mitspielen. Was wir nicht machen werden, weil wir einfach kacke sind. Aber du kannst gar nicht da rein. So, bei Counter-Strike, wir sind nur zu zweit. Wie denn? Da kannst du nichts machen. So, du kannst. Die Hürde, dass du da überhaupt mitmachen kannst, ist ja viel geringer. Wenn es Turniere gibt mit Solo oder sonstiges, die ja auf einer Mod basieren. Weil wir immer noch beim Thema Modding sind und nicht bei Turnieren. Ja gut, gut bei Apex jetzt mit Duo und Trio ist dann vielleicht ein sehr schlechtes Beispiel, weil es so mit Modding nichts zu tun hat. Das recht. Aber gut, man müsste dann an der Stelle halt eben eher hingehen und müsste sagen, es kommt dann sehr stark auf das Spiel selbst an. Was ist und wie ist das dann unterstützen könnte. Ja. Und auf der anderen Seite ist das dann so ein bisschen ja das feine Händchen der Leute, die solche Turniere ausrichten, die dann sagen, Mensch, lieber mal back to the roots und original oder halt eben mal was Neues ausprobieren und mal gucken, wie es läuft. Ja. Jetzt haben wir endlich mal eine richtige Diskussion geführt, Mensch. Ja, Mann. Macht richtig Spaß hier. Ja, macht's auch. So, deine letzte Mod war also Logik und ein bisschen Quality of Life. Hast du schon jemals mal eine Cheating-Mod installiert? Also aktiv Cheat-Mods? Ja. Okay. Gut. Case closed. Digital. Case closed. Aber warum hast du das denn? Das ist, jetzt muss man an der Stelle natürlich extrem stark unterscheiden. Wir reden hier wirklich von einer Cheat-Mod. Also sprich wirklich, sagen wir, du kommst dadurch aufs Debug-Menü oder du hast wirklich die Möglichkeit, dir Sachen zu geben. In-game, nicht über CE, also Cheat Engine oder sonstiges, sondern wirklich im Spiel ein eigenes Menüfeld. Ja. Warum inklusive dem, wie komme ich an die Konsole dran, erstmal eine Tastatureinstellung, eine Taste dafür festlegen, den Konsolenmodus und so weiter und so fort. Genau. Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Und aber ich sage dir auch, ein Spiel, was mir deutlich im Gedächtnis geblieben ist, wo ich das tatsächlich genutzt habe, Deus Ex. Okay, aber warum? Das ist die große Frage. Warum nutzt man sowas? Ich meine, ich nutze, hab selbst genutzt. Das ist. Darum, aber ich würde mal deine Meinung dazu hören, warum du das genutzt hast. Also, dafür ein bisschen ausgeholt an der Stelle. Also, ich habe Deus Ex gespielt. Ja. Deus Ex an der Stelle, starker Rollenspielcharakter, ne, mit Ausarbeitung. Es ist an sich schon ein Shooter an der Stelle. Also, dementsprechend geht es um Waffen, Ausrüstung, Modifikation von Waffen an der Stelle. Und du findest im Spiel niemals genügend Items, dass du
alles machen kannst. Ja. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt, habe gesagt, okay, war cool. Ich habe es ein zweites Mal durchgespielt und habe gesagt, okay, jetzt habe ich ein paar Variationen mal kennengelernt, okay, kein Thema. Und dann habe ich an der Stelle gesagt, Mensch, jetzt möchte ich aber bewusst am Anfang mal wirklich so vollkommen überpowered reingehen, mal gucken, wie sich das anfühlt, mal gucken, wo die Unterschiede sind. Ja? Und da war es sehr umständlich an der Stelle. Also sowas wie Cheat Engine gab's damals einfach für das Spiel nicht. Du musstest mit Konsolen arbeiten und du musstest dann im Prinzip als erstes dir eine Waffe spawnen. Da musstest du einen Schalldämpfer dafür spawnen, da musstest du ein Laservisier dafür spawnen, da musstest du Upgrades-Module spawnen. Also ich habe irgendwo angefangen. Wer den Anfang kennt, du startest auf Liberty Island, ne, Freiheitsstatue technisch. Ne? Ja. Und ich bin als erstes an den Steg gelaufen, wo es genügend Platz gibt. Und hab dann halt eben fleißig eingetippt. Und hab dann im Prinzip so, ja, ein bisschen übertrieben, aber ich sag jetzt mal so 200 Objekte vor mir dann auf einmal liegen gehabt, bis ich die alle eingesammelt habe. Und was auch immer, wie die sich dann gegenseitig reingeglitscht haben und was weiß ich nicht alles. Aber es war tatsächlich der Ansatz, ich will wirklich jetzt einmal das Spiel auf eine Art und Weise erleben, die ich normalerweise nicht hinkriege, die normalerweise das Spiel auch nicht vorsieht, und habe gesagt, ich will jetzt einfach mal durchrennen und mich wie der coolste Badass-Mother, ne, weißt du, wie es gemeint ist, ne, fühle und wirklich einfach durchrennen kann. Das ist einfach so eine Spaßfaktor. MF. MF. Genau. Das versteht jeder. Ja. Hier Samuel L. Jackson-Referenz einfügen. Ne? Ja. Ja, absolut. Ja. Okay, gut. Okay. Also das, was jeder schon mal gemacht hat, ich will einfach mal ultra stark sein, aber trotzdem Damage kassieren und nicht den Gottmord aktivieren einfach. Nee, das nicht. Ich meine, hätte ich zwar auch machen können, aber es war tatsächlich so dieses, hey, was kann das Spiel eigentlich? Wenn du hast, wenn du normalerweise durchspielst, musst du dich irgendwann für irgendeine Waffe entscheiden, die du halt eben irgendwann ausrüstest. Ja. So habe ich an der Stelle gesagt, ich will jetzt alles mal ausprobieren und will mal mit einer voll ausgerüsteten Pistole gegenüber einem MG, was weiß ich, ne, so, hey, ne, wie funktioniert das eigentlich, ne? Wie reagieren die Gegner drauf? Ja. Wie schnell geht ein Gegner down? Ne? Und hab irgendwo, ich weiß nicht, dadurch, dass ich das Spiel vorher durchgespielt habe, habe ich mir auch so ein Stück weit gedacht, okay, jetzt hast du es dir verdient, dass du es auch entsprechend anpassen kannst und einfach mal auf so Grenzen überschreiten kannst. Ja. So ein bisschen dieses, ne, das Spiel an sich erstmal gewürdigt und gespielt, wie es gespielt werden soll, aber dann halt eben auch mal komplett anders. Ich kann dir sogar einmal sagen, nachdem diese ganzen Sachen hochgekommen sind, ja, speziell beim Cheaten, vielfach dann hochkam so nach dem Motto, steht bei dir im Profil oder irgendwo registriert, hey, der hat schon mal im Spiel gecheatet. Ja. Es gibt ja ab und zu so Spiele, die das mitziehen. Ja. Hab ich auch tatsächlich einmal erlebt und es regt mich bis heute auf. Ja, und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, werde ich auch tatsächlich ein Stück weit sauer. Das war GTA 4. Du hast in GTA 4, wenn du die Kampagne spielst, hast du irgendwann die Möglichkeit, also in GTA sind die Begriffe für die Autos aufgrund von Lizenzen anders, ja. Aber ich sag's jetzt einfach mal, das, was in der Realität ein Porsche wäre. Ja. Extrem geiles Auto, super. Kriegst du einmal in dem Spiel. Ein einziges Mal. Und ich habe mich reingesetzt. Nee, tatsächlich, ich bin rausgeglitscht. Ich habe mich in das Auto reingesetzt, mein Charakter ist einmal durch die nächste Wand durchgeglitscht und das Auto war weg. Geil. Und ich habe gedacht, krass. Aha. Hab gedacht, gut, okay. Und habe mich dazu entschieden, habe gesagt, komm, weißt du was, dann cheatest du es dir einfach zurecht. Ist okay, ne? Ein bisschen Konsolenbefehle, zack, 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 okay, wunderbar. Und dann stand bei mir im Profil, ich habe gecheatet, wo ich mir gedacht habe, boah, es regt mich auf, weil durch einen Spielfehler ich letztendlich das, was ich normalerweise gehabt hätte, verloren habe, ja, ohne dass ich irgendwo jetzt Mist gebaut hätte, das Ding im Hafen versenkt hätte oder was weiß ich, dass es ein Flammenaufgang ist, was auch immer. Aber verdammt nochmal, regt mich das auf! Ja, kenne ich. Das ist so... schwierig. Ganz schwierig. Ja, okay, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass du dich das auch regt. Aber gut, das... Ja, jetzt cheaten. Genau. Aber zurück zum,
zum Mund. Diese, ich sag mal, das Internet ist breit gefächert. Es gibt unheimlich viele Leute, die halt eben aus den verschiedensten Gründen mit Mods anfangen. Es gibt ja Fans, die sagen, ich mache das, damit ich angestellt werde, damit ich mich irgendwo mir eine Karriere aufbauen kann. Also diese, ne, mach mal ein Beispielprojekt, bewirb dich damit. Dann können sie sich von der Leistung überzeugen. Es gibt aber auch genügend, die das wirklich aus Spaß und der Freude machen. Wo ich sage, hey, okay, das ist so Fan-Dedication, so dieses, hey, ich möchte das machen, ich will mich nicht anstellen lassen, ich will mich dafür auch nicht bezahlen lassen, sondern einfach, hey, ich bin ein Fan von dem Spiel oder von einem bestimmten Element, was ich in das Spiel reinkriegen möchte, und sage, krass. Und jetzt gibt es die andere Seite, die Hersteller, die angefangen haben mit, okay, der Source Code ist einfacher zu verstehen oder zugänglicher oder sie tracken nicht nach, wer das Reverse Engineering nutzt, um an den Source Code ranzukommen. Ja, oder teilweise so geben den Source Code sowieso frei. Und herstellerseitig ist irgendwie immer weniger und weniger Akzeptanz da, dass so ein Modding tatsächlich gewürdigt wird. Was ich ein bisschen schade finde. Jetzt komme ich mal mit einem Thema um die Ecke. Ist ziemlich bekannt. Aber jetzt müssten wir eigentlich uns hinsetzen und sagen, okay, wo ist da das Modding? Wo ist an der Stelle jetzt Spieler bzw. Fan mit involviert? Und wo ist der Hersteller involviert? Und zwar das Thema GTA. Und zwar, genauer gesagt, GTA San Andreas. Ja. Ah, ich weiß, was du meinst. Hot Coffee. Der Hot Coffee Mod. Wollen wir das Thema wirklich anreißen? Weil ich finde es eigentlich schon irgendwo erwähnenswert. Ich weiß nämlich nicht, wie die Sachlage ist dazu. Naja, ich meine, drüber reden oder drüber diskutieren, das ist allgemein öffentlich bekannte Information, also rechtlich haben wir damit keine Probleme. Auch das ist jetzt an der Stelle natürlich klar, irgendwo in Richtung Spiele, die erst ab FSK 18 sind und dementsprechend dann natürlich entsprechende Anspielungen an der Stelle vorhanden sind. Aber was mich an der Stelle trotzdem reizt, sich darüber zu unterhalten, es ist etwas, was der Hersteller entwickelt hat. Ob jetzt moralisch richtig oder falsch, will ich gar nicht in Frage stellen. Ja. Im Source Code wird es erkannt, es ist nicht aktiv im Spiel, aber es ist im Source Code enthalten. Und dann kommen Spieler um die Ecke und sagen, boah, das haben wir aber gesehen und machen es jetzt der Öffentlichkeit zugänglich. Ja gut. Ist das jetzt gut oder schlecht? Naja gut, der Entwickler musste es zensieren, weil es von der breiten Öffentlichkeit, das ist schon wieder so ein Visionsding, würde ich sagen. Der Entwickler sitzt da und denkt sich, ja, pass mal auf, richtig krasse Vision, wir wollen halt dieses Gangstertum richtig hochziehen, ja. Ich bin kein großer Fan von GTA, aber wobei, okay. Ja, ich weiß nicht, ich komme damit nicht so klar. Aber ich kenne die Story um Hot Coffee Mod. Der Hot Coffee Mod, nicht dem. Wir haben eine Vision, aber das Problem ist, die breite Masse sagt, yo, ist nicht. Oder beziehungsweise die Länder sagen so, nee, Junge, das wird hier nicht verkauft damit. So geht's nicht. USK oder FSK, USK, ihr kennt die Leute, ihr wisst, was ich meine in Deutschland. Ja, FSK bei Spielen, USK bei Filmen. Ich weiß, aber das, oder? War jetzt, ja, freiwillige Selbstkontrolle und USK ist Unterhaltungsstoff. USK ist bei Spielen, FSK bei Filmen, aber du weißt, so. Das war beides, ne, wollte ich einfach auf beides ziehen. So, die sagen, nein, ist nicht. So. Jetzt sitzt du als Entwickler da. Was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt diese Vision, aber ich kann das Spiel jetzt nicht. Ich muss es einfach nur. Ich kann es verstecken. Wir nehmen jetzt mal ein anderes Beispiel. Es ist ja in dem Fall ein Mod. Mittlerweile zählt es als Mod bei Hot Coffee. Das beste Beispiel, das ich noch kenne, ist die Flugzeugszene aus Call of Duty Modern Warfare 2. Im Deutschen hast du dort
Ja, in Deutschland hast du dort, darfst du nicht schießen, du kannst nicht schießen. Und im Original ist es so, dass du alles niedermähen musst. Alles. Ach, ja, ja, doch. Genau, so. Oder, es ist im Spiel drinne, es ist so drinne, es ist ein Trigger drinne, dass es nicht passiert, du kannst ihn rausnehmen. Rein theoretisch. Genauso wie, den Anzahl-Sensor-Patch von gewissen Call of Duties. Es ist im Spiel, du musst nur die Sprache umstellen. So, ist, ne, es ist im Spiel drinne und das ist beim Hot Coffee Mod ja auch so gewesen. So, wir haben es aber, müssten es wegnehmen, um zu sagen, yo, sonst können wir dieses Spiel nicht vermarkten. Es geht nicht. So, jetzt ist ja so die Frage, nachdem es dann erkannt ist und letztendlich zur Verfügung gemacht werden könnte, macht das dann Sinn? Nein. Nein. Also, es sollte nicht. Weil es hat wohl einen Grund, warum die Leute gesagt haben, nee, du, ist nicht. Das ist, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich immer der Fan davon, so dass jeder selber gucken kann, ob es zu viel ist oder nicht. Bei Mods wird viel zu wenig geguckt, tatsächlich, was da drin reinkommt. Viel zu wenig. Also mehr so in Richtung Codex, so Eigenkontrolle oder mehr in Richtung Regularien? Regularien. Denn es gibt Dinge, da sitzt du dann wirklich und denkst dir, nein, wieso kann ich das machen? Gut, klar, wir haben es mittlerweile so, ich rede jetzt hier auch von bestimmten Zeichen der deutschen Geschichte. Mittlerweile ist es ja so, dass es anerkannt ist, dass Gaming, Games Kulturgut ist. Und das hat so ein bisschen eine Welle ausgelöst, dass die Leute auch sagen, wir können machen, was wir wollen. Nicht nur in Deutschland, also Deutschland auch, aber auch in anderen Ländern. Und das fände ich immer noch schwierig, weil ich sag mal, ich habe hier nebenbei Nexus Mod offen. Ja. Mhm. Und ich bin angemeldet. Logisch. Angemeldet muss ich sein, sonst kann ich nichts downloaden. Ich habe mir jetzt nur Monster Hunter World rausgesucht. Willst du wissen, wie viele Nude Mods hier gibt? Ja, gut, okay. Das ist so ein bisschen. Frei ja. Zugänglich für jeden. Du wirst nicht gefragt. Du wirst nicht gefragt. Ich gehe auf mein Profil. Ich musste nicht mal im Alter angeben. Bin ich der Meinung. Und jetzt überleg dir erstmal. Das ist so ein bisschen. Ja, da müsste mehr drauf geguckt werden. Gleichzeitig sage ich, mach das nicht, weil es geht. Also klar, bei Added Mods, mein Gott. Es gibt aber bestimmte Dinge, wo wir auch bei Logik vorhin waren. Bestimmte Sachen machen nun mal in der Logik auch viel mehr Sinn. Ja? Ja. Klar, muss es jetzt hier nicht eine Nude-Mod sein, aber, also doch, es kann natürlich eine Nude-Mod sein. Wenn es der Logik des Spiels mit entspricht. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt Stardew Valley. Bei Stardew Valley gibt es Mods, da sitzt du da und denkst dir, was? Was? Ja. Es gibt eine Mod, die erweitert das Spiel so weit, dass du halt, ja, Erwachsenen-Content mit reinkriegst. Aber es macht Sinn von der Logik her, denn es geht zum Beispiel auch um ein Pärchen in diesem Spiel. So. Es macht logisch Sinn. Ne, wenn Major Lewis seine Unterhose bei Marty vergisst. Wie auch immer das möglich ist. Warum rennt er denn ohne Unterhose rum? Aber. Das muss er doch merken. Ja, aber diese Dings, du weißt, du kriegst, das war diese Hints, aber es wird auch im Spiel sehr viel aufgegriffen. Aber es ist halt so, wenn ich erwachsen bin, heißt nicht 18, wenn ich erwachsen bin und damit
das als Logik ansehe, dass es Sinn macht, dann habe ich nichts dagegen. Aber wenn jeder da so schnell zugreifen kann, dann habe ich da was gegen. Hm. Und das war das Erwachsenste, was ich jemals gesagt habe. Oh, ja. Vorbildfunktion erfüllt. Check. Ja. Nee, einfach nur gesagt, dass ich alt werde. So. Oh, und schon wieder. Lass uns nicht aus der Diskussion. Ja, aber ja, so. Hm. Na ja, gut, na ja, gut. Also, ja. Darum finde ich das bei der Hot Coffee Mod immer noch sehr verwerflich, weil du bestimmte Dinge drin hast, die einfach gar nicht gehen. Das geht dann so ein bisschen in die Diskussion rein. Auch wenn es möglich ist, ist es moralisch vertretbar. Es ist nicht. Also tatsächlich, also bei Hot Coffee Mod würde ich fast sagen, nein. Also mit was ich noch von dieser Mod weiß. Ja. Ja gut, das ist jetzt der Inhalt der Mod. Ich meine, ich finde ihn auch nicht toll. Für mich gehört es auch ehrlich gesagt nicht zum Spiel mit dazu. Nehmen wir jetzt mal nicht die Hot Coffee Mod, sondern wir nehmen jetzt irgendwas anderes, was aber auch logisch ist. Und es wird dann freiwillig frei zugänglich mit einer Mod sein. Ja? Was dem Spiel auch einen Mehrwert gibt oder einer Logik Mehrwert gibt, habe ich gar kein Problem. Aber würde das für dich für dich einen Unterschied machen, wenn das nicht vom Hersteller kommt, sondern halt eben von Fans? Nein, macht keinen Unterschied. Mhm. Es macht keinen Unterschied. Es wäre mir egal, ob es jetzt Entwickler XYZ ist oder Person XYZ, die das rausbringt. Es kommt immer drauf an. Ja. Es kommt nicht drauf an. Es macht keinen Unterschied. Wenn dieses Ding zu verwerflich ist, nein. Definitiv nein. Mhm. Macht es aber Sinn und Logik. Ist logisch. Ne? Also hat es bestimmte Kriterien. Interessant. Na gut, okay. Mhm. Ich sehe gerade was. Richtig interessant ist. Ja. Und zwar nämlich der Original, der Typ, der. Okay, aus Holland. Okay, never mind. Der Autor des originalen PC-Mods von Hot Coffee. Ich hab gerade geguckt. Aus Holland. Einer. Genau. Patrick. Nachname hier einfügen. Ich bitte dich. Da könnt ihr selbst nachlesen. Ja, aber. Das ist eine Google-Suche weit weg. Das ist eine Google, ja. Ja. Aber, ja. Aber da sind wir. Das ist das Nachbar, so gesehen, von uns geführt. Ja. Hm. Gut. Wollen wir uns wieder so ein bisschen in Richtung mal weg von moralisch schwierigen Themen mal in das Paradebeispiel für Modding setzen? Ja. Gut, wunderbar. Und es wird jetzt. Was ist. Ja, und was ist das jetzt? So, das Spiel, was glaube ich immer noch die meisten Mods hat und ständig irgendwas Neues reinkommt. Ich wollte gerade sagen, und das wird. Ich wollte sagen, und das wird jetzt Skyrim sein. Genau. Und ich habe hier in meinen Notizen auch eine Sache drin stehen, und zwar nämlich. Ne, Skyrim. Und zwar das Paradebeispiel hoch 20. Enderal. Mhm. Das ist das Paradebeispiel für eine gute Mod. War das nicht sogar die Story-Erweiterung? Das ist einfach. Nein, das ist eine Mod, die eine eigene Story hat. Ach, eine eigene Story sogar, ja, genau. Und die nicht gerade eben so 15 Minuten lang ist, sondern ein bisschen länger geht. Also genau die Größe hat von Skyrim. Das komplette Spiel ist umgemoddet, so dass es eine eigene Welt ist. Darum ist das ist das Paradebeispiel für eine krasse Mod. Gut, da sitzen jetzt auch nicht nur eine Person dran, muss man dazu sagen. Mhm. Es war ein richtiges Team dran. Was ich mir natürlich nicht rausgeschrieben habe, weil ich auf Horst bin. Okay, Begonnen Story. Also das Wort mittlerweile so, dass es ein eigenes Spiel ist.
Es ist mittlerweile ein eigenes Spiel raus geworden, aber es war früher eine Mod. Und Shure AI. Ja. Okay, Da bin ich tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite so Fanbase und extrem viel Aufwand reingesteckt, wirklich ein extrem schönes Ergebnis, wo ich sage so, hey, cool, klasse, es sollte auf jeden Fall hoch anerkannt werden. Und jetzt bringe ich mal wieder so einen kleinen Stich irgendwo rein. So ein bisschen mit, was macht denn dann der Hersteller? So frei nach dem Motto, wenn der Fan es macht, ist es ja im ersten Moment mal kostenlos. Es sei denn, so wie Black Mesa oder ich weiß nicht, ob das bei Skyrim mittlerweile auch Geld kostet, aber kann ich mir gut vorstellen. Aber da bist du wieder dann in dem Bereich, okay, in dem Moment, in dem es Geld kostet und in dem es für einen Preis vertrieben wird, bin ich fast ein bisschen geneigt zu sagen, ist ein bisschen unfair dem Hersteller gegenüber. Und ist so ein bisschen, ja, so dieser fade Beigeschmack, man hätte auch in Kooperation mit dem Hersteller dann ein offizielles DLC draus machen können. Ich weiß nicht so recht, ob ich da wirklich eine klare Meinung zu habe. Ich glaube fast nicht. Soll jetzt nicht der Brech sein. Wie gesagt, ich bin hoch beeindruckt von so einem Umfang, sage ich jetzt mal, von so einer ausgefeilten Arbeit an der Stelle. Naja. Dazu müsste man. Also, was Mods immer noch sind, die sind eine Sache, wo das Spiel aktuell bleibt. Du hörst heute noch Skyrim hier, Skyrim da. Heute noch. Mal ganz kurz, für den Release, also ihr wisst, wann Skyrim rauskam, also Elder Scrolls 5 Skyrim, am 11.11.2011. Das Spiel ist heute noch immer beliebt, es kommt heute noch so viele Mods und das Spiel ist immer, sie werden immer noch gedownloadet und ist immer noch benutzt und Leute spielen es immer noch. Kann man eben auch Spaß Spieleranzahl raussuchen von zum Beispiel Skyrim. 11.11.2011 ja. Bis 2.2.2022 und noch sogar darüber hinaus. Ja. Schöne Schnapszahlen. Ja, genau. Da haben wir heute noch, die letzten 30 Tage, einen Average Player von 3.297. Mit einem Gain von 9,8. Ein bisschen schwierig. Also Peak sind 5.600. Die das innerhalb der letzten 30 Tage gespielt haben. Ja. Ich meine, das Spiel ist jetzt 11 Jahre bald alt. Ja. Ja, das ist tatsächlich dann wieder die andere Seite der Geschichte. Also ich meine, klar, als Hersteller zu sagen, aufgrund Mods wird das Spiel länger gespielt oder wird nochmal anders gewertschätzt oder ist einfach dieser, naja, in der Business-Sprache würdest du sagen, der Lifecycle wird dadurch extrem verlängert. Ja. Und dann so ein bisschen dieses, auf der einen Seite, ich meine, sind wir ganz ehrlich, eine Firma muss erstmal Geld verdienen. Es gibt keine Firma, die sagt, wir machen das aus Jux und Dollerei, es sei denn, das ist ein Non-Profit-Unternehmen. Aber da sind die Ziele ein bisschen anders. Aber dieses, eine Firma stellt etwas her und ich sage jetzt mal so ein bisschen ketzerisch an der Stelle, aber es gibt dann andere Leute, die das tatsächlich besser im Griff haben, um ein Spiel interessant zu halten. So. Da kannst du jetzt natürlich drüber streiten, ist der Hersteller, der sagt, boah, cool, ne, das Spiel wird immer noch gespielt. Oder aber, ne, wie vorhin an der Stelle, dieses, ja, aber es ist eigentlich nicht mehr mein Produkt. Ich weiß nicht, es ist so. Ich persönlich muss sagen, so wie es heute von den Herstellern gehandhabt wird, ist es falsch. Die Hersteller haben in meinen Augen, meine persönliche Meinung, verlernt,
genau sowas für sich sinnvoll zu nutzen. Ja, stimmt nicht ganz. Nicht alle, das ist zu verallgemeinert. Viele Entwickler schwören immer noch darauf, dass die Community, gerade die Modding-Community, die gerade immer größer wird, Teil des Entwicklungsprozesses mitmachen könnte. Oder mitmacht. Und es halt einfach am Ende sogar perfektioniert. Und die sich das übernehmen will. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Ja, Minecraft. Guckt ihr, Minecraft-Entwicklung ist natürlich, ja, man lacht heute immer noch drüber. Ich immer noch. Weil es kommt zweimal im Jahr ein Patch. Mit so ein paar Kleinigkeiten. Und dann kommen die Modder an und klatschen was Riesiges hin. So. Nur mal eben so, die zum Beispiel, ich hab den Namen vergessen. Dass du rechts an den Seiten die ganzen Items hast, wo du Rezepte nachgucken kannst. Kennst Ach, du, ne? Die just enough Items und genau. Not enough Items. Genau. Das wurde ja im Spiel auch implementiert. Und zwar hast du dir dieses Crafting-Buch. So, wo du die Rezepte halt lernen kannst. Und dadurch auch craften kannst. Das wurde daraus, das wurde aus der Mod genommen. Und daraus gezogen. Nur hat zum Beispiel Minecraft oder Microsoft bzw. Mojang das Problem, dass sie das immer selber noch irgendwie anders implementieren wollen. Anders machen wollen. Die wollen es schöner haben. Was nicht schöner ist meistens. Aber ja. Oder halt, dass du zwei Hände benutzen kannst. Das war vorher eine Mod. So. Ja. Und Bienen zum Beispiel. War vorher eine Mod. Die suchen sich das Beste immer raus. Das Schönste. Das finde ich aber dann an der Stelle gut. Ja, es das ist gut. Okay, das, gut. Es ist auch, das war ja auch nicht schlecht gemeint. Es war natürlich. Die nehmen diesen Prozess von den Moddern und sagen, Leute, baut uns Mods. By the way, das Steckenpferd in Mods ist nicht Skyrim, sondern Minecraft. Nur mal eben so. Das haben wir nämlich ganz nicht gesagt. Minecraft ist das Steckenpferd mit Mods. Ja, natürlich. Also vollkommen klar. Aber ja gut, ich meine, wer sich damit ein bisschen beschäftigt der und bis hierhin durchgehalten hat, erstmal Props. Ja. Aber ist natürlich. Aber auch diese, sag ich jetzt mal, die Kreativität. Auf der einen Seite, klar, Hersteller so ein bisschen, hey, man muss ja auch nicht alles übernehmen, sondern das, was man irgendwo sagt, hey, das ist eine sinnvolle Ergänzung, komm, das lass uns mal reinnehmen, nebenbei noch eigene Sachen. Ich glaube, in der 16er, glaube ich, war jetzt die, dass das Wasser realistischer aussieht. War alles eine Mod. Ich sage so, hey, genau. Alles wo ich sage so, hey, Das ist einfach schön implementiert. Ja. Und da, sage ich mal, ist genau diese Kommunikation und auch irgendwo dieser gegenseitige Respekt. Man weiß natürlich nicht, ob im Hintergrund irgendwo Geld geflossen ist oder Belohnung oder was auch immer. Es muss nicht immer Geld als Belohnung sein. Aber wo ich sage so, okay, da gibt man sich irgendwo Mühe und versucht drauf zu hören. Oh. Ja. So, also von daher, ja, das auf jeden Fall. Ob da jetzt was weiß ich, ein Vertrag bei rumkommt oder irgendwo, was weiß Nein, ich, nee, besondere Belohnungen oder so. Muss ja nicht. Naja gut, aber würdest dich, wenn du jetzt einen Mod entwickelst und für ein Spiel und du sitzt da, der Entwickler guckt sich's an und denkt sich, boah geil, das ist eine geile Sache. Die Idee klauen wir uns jetzt und implementieren es ins Grundspiel rein. Nicht sehr gut, ja, ich nehme jetzt immer noch Minecraft als Beispiel. Nicht sehr gut, nicht genauso wie die Mod es hatte, aber die Grundidee ist da. Würdest du feiern? Boah, schwierig. Oder würdest du sagen, Daddy, was habt ihr da gemacht? Und ich glaube so einfach. Ja, ich glaube so einfach kann man das gar nicht beantworten. So dieses, du kannst alles halt eben immer positiv als auch negativ sehen. So nach dem Motto, hey, ich habe eine gute Idee gehabt und die klauen das jetzt, also sprich eher negativ, oder aber, boah, geil, der Entwickler hat sich meine Sache angeschaut, hat es für gut befunden und hat gesagt, boah, das ist genau das, was wir jetzt auf einer Ebene machen. So die eine Seite und dann die andere Seite so, oh, aber ich hätte das besser hingekriegt oder, hey, so wie die es dann umgesetzt haben. Ich habe es besser hingekriegt. In dem Falle, ja, ich habe. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, du warst der Entwickler von Not Enough Items. Nicht jetzt wirklich, fiktiv. So, jetzt siehst du, dass dieses komische Crafting-Buch da reinkommt.
So. Ne, kannst du, wir können es beide nicht nachempfinden, weil wir beide keine Mod entwickelt haben. So. Außer du sagst mir, dass du eigentlich in Wirklichkeit ein Modder bist. Da kann ich gerade nicht glänzen. Ich meine, in deinem Alter hätte das sein. Alter, und schon wieder. Junge, 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 Junge. Nein, klar. Nee. Aber wir können es halt beide nicht so sehen. Ich würde es einfach nur sagen, so, wenn ich, okay, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, weil ich, also ich würde es feiern, wenn ein Victor sagt, boah, Junge, das war krass. Das ist krass, das nehmen wir. Ja, also weil, ich würde tatsächlich so ein Stück weit sagen, so eigener Stolz bestätigt. Ja, weil du hast... So wollte man das sehen. Ja, würde ich es auch so sehen. Klar gibt es immer die Leute, die denken, ja, aber ihr klaut mir hier gerade meine Idee. Was auch richtig ist, du hast aber gerade das Spiel. Und da sind wir da dem Thema, wo wir vorhin schon waren. Ne? Du hast aber gerade das Spiel, du hast aber unseren Source Code gehackt. Und da ist was verändert. Ja. Wo ist jetzt das, auch das Recht? Das ist denn krass. Ja, das Recht ist halt eben wieder das Thema. Da würde ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Aber weißt du, was ich meine? So, okay, warte mal. Also, ich persönlich muss ein bisschen sagen: Also, auf der einen Seite würde ich als Mod-Ersteller oder Entwickler würde ich sagen, es ist doch interessant, dass jemand vom Entwickler es geschafft hat, auf diese Mod aufmerksam zu werden. Ja. Und gesagt hat, Mensch, das müssen wir übernehmen. Das ist echt so gut, das muss Bestandteil vom Spiel werden. Unabhängig jetzt von rechtlichen Konsequenzen oder Urheberrecht oder sonst irgendwas. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich dann so ein bisschen sagen, wünsche ich, oder beziehungsweise eigentlich muss ich schon fast eher sagen, ich würde dann von einem Hersteller auch einfordern, dass irgendwo, ob jetzt direkt oder indirekt, aber zumindest mal irgendwo zu erwähnen. Durch Zuarbeit, durch Unterstützung, durch Idee von oder sonst irgendwas. Das tut einem Hersteller nicht weh. Und im Gegenteil, der Hersteller würde tatsächlich damit so ein bisschen, ich sag jetzt mal so indirekt unterstützen. So, hey, wir wissen, dass wir die Idee von dir haben. Ja, aber auch wenn jetzt an der Stelle, auch wenn wir das direkt übernommen haben, tu uns doch bitte den Gefallen, wir finden das gut, mach bitte mehr. Ja, oder vielleicht kommt nochmal eine andere Idee oder noch ein anderer Mod an der Stelle. Also dieses Ermutigen. Ja. Weil letztendlich alle haben ein Stück weit das Positiv irgendwo rauszuhängen. Ja? Der Entwickler, der sagt, cool, ich habe da was geschaffen. Der Hersteller sagt, geil, wir haben was davon. Und im besten Falle auch irgendwo nochmal Erhöhung von Verkaufszahlen, weil doch nochmal deutlich interessanter oder was auch immer. Und dann so ein bisschen genau die Richtung wieder zurück, so als Hersteller zu sagen, hey, danke lieber Modder, das war ein guter Input. Und auf der anderen Seite dann wieder der Mod-Ersteller, der dann sagt, ja, ist jetzt vielleicht nicht mehr meins, aber ich find's cool, dass es genügend Bedeutung hatte, um reinzukommen. Ja? Und das sind diese Wechselwirkungen, die man eigentlich haben muss. Wenn halt irgendwann zu sagen, yo, pass mal auf, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Minecraft, zu sagen, hier, du kriegst jetzt es gibt neues Item, neues Buch, geschrieben mit Story, irgendwas, und da steht dein Name drin. So, das wäre ja schon gut. Das ist ja schon, aber du bist ein Teil des Spiels, genau. Das meine ich damit. Hm? Also entweder, wie gesagt, das wäre jetzt sehr direkt. Ich persönlich würde aber auch sagen, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwo in den Notizen steht oder in der Beschreibung drin steht oder ja, so irgendwas. Das in den Patch Notes. Selbst da würde ich sagen, ja, das sollte auf jeden Fall sein. Ja gut, da das finde ich auch. Bin ich aber auch. Das ist vielleicht nicht so direkt. Ich meine, das sind halt eben so, ja, ne, irgendwann hast du dann einfach nur noch das Thema, okay, wie implementierst du es an der Stelle? Sondern, hey, das muss nicht immer ne, mit der Nase draufgestoßen sein, sondern auch im Hintergrund ne, einfach irgendwo erwähnt, würde ausreichen. Ja, mein persönlicher Ansatz. Aber ganz ehrlich, ich würde fast schon, dieses implementiert im Spiel wäre schon, glaube ich, viel geiler.
Weil du dann, weil im Patchnote, den hast du, guckst aktueller nach, beim nächsten bist du nicht mehr dabei. Und dann fühlst du in Vergessenheit geraten. Aber zu sagen, hier, pass mal auf, du kommst jetzt, du wirst du gesehen, kriegst du irgendein Item, was komplett useless ist. Scheißegal, aber du bist mit dem Spiel. Das wäre viel geiler. Ja, es ist, das wäre geiler. Ja, natürlich ist es geiler. Aber ich würde es nicht als selbstverständlich ansehen. Nee, bloß nicht. Nein, das meine ich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich würde es als, ich als Person würde es besser finden, wenn ich eine Mod raushaue, der Entwickler sagt, jo, danke dir dafür. Ja, danke dir. Hau rein. Aber du kriegst jetzt, du kriegst ein Buch oder so gewidmet, was gerandomchanced wird, also RNG hat, was du nicht immer bekommst. Das heißt, also, naja, so, ne, ist ganz normal. Ich nehme jetzt immer Beispiel, Minecraft Beispiel, weil es einfach Sinn macht, weil da die meisten Mods sind. Ja. Es ist schwierig, dass zu, das genau, das zu, man zu, das sagen, zu sagen, so, ja, pass mal auf, so muss es gemacht werden. Das, so, es ist halt, für mich persönlich wäre das halt, joa, cooler. Ja. Mehr würdigend für den Mod-Ersteller, so. Also nicht diese lobende Erwähnung, sondern... Ja, also, weil diese Erwähnung, die geht. Die Erwähnung, die ist irgendwann weg. Die verschwindet. So, ja, die kannst du dir zwar, die kannst du dir screenshotten und einrahmen und dir übers Bett hängen, aber mehr kannst du damit auch nicht machen. Und die Leute, sagen wir mal, es kommt dann Spieler, du kommst neu in ein Spiel rein, es gab früher eine Mod, die das gemacht hat, jetzt ist es im Spiel mit... Du weißt nicht mal, von wem das ist? Außer du befasst dich so mit und du kriegst das irgendwo mit. Ja, aber absolut meistens richtig. Aber wird es nicht passieren. Das, wie gesagt, das kannst du an der Stelle weder verlangen, noch irgendwo erwarten, noch irgendwo einfordern. Weil das ist dann wieder so ein bisschen die Hoheit des Herstellers. Ja, ja. Ob der Hersteller jetzt eins zu eins kopiert hat oder ob er es eigen entwickelt hat mit dem Hinweis, wie die Funktion aussehen soll. Das kann der Hersteller für sich entscheiden. Aber den Anspruch zu sagen, hey, aber ich als nicht der Firma zugehörig, kein offizieller Entwickler, sondern halt eben nur in Anführungszeichen Modder, kann an der Stelle nicht verlangen, dass der Hersteller sagt, okay, aber jetzt kriegst du ein Item, wo dein Name draufsteht. Das ist ja aber es ist aber das, zu viel. Aber, ja. Ja, aber das ist so eine Würdigung, die einfach viel gut besser ist, viel krasser ist. So als ganz besonderes Thema oder irgendwo nochmal so, hey, da ist das nochmal eine größere Sache mit reingekommen. Ich meine, es muss, sind wir ganz ehrlich, es muss ja nicht jedes Mal das sein, es kann ja auch immer wieder was anderes sein, es kann mal in den Patch Notes stehen, mal ein Item dazu oder was weiß ich, irgendwo eine kleine Collector's Edition oder sonst irgendwas, ja. Ob du jetzt irgendwas von der Firma bekommst, Erwähnung in Sachgegenständen oder dass einer sagt, komm hier, weißt du was, auf deinem Microsoft-Konto kriegst du 100 Euro gut geschrieben oder was auch immer. Also ich halt, wir nehmen jetzt immer momentan Minecraft als Beispiel, aber es macht halt viel Sinn, weil da so viele sind. Ja, ich meine, klar, Minecraft ist jetzt natürlich so Paradebeispiel, weil da halt eben immer noch am meisten gemacht wird. Aber wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wo war das denn? Welches Spiel war das? War das nicht The Witcher mit der deutschen Synchronisation? Boah. Ja, doch. Ich versuche gerade nachzulesen, aber das war genau bekanntes. Ja, stimmt, genau. The Witcher. Die deutsche Synchronisation wurde nach Rücksprache mit der Fangemeinde nachgearbeitet und kostenlos in einem Erweiterungspaket veröffentlicht. Hm. Da sind wir jetzt insofern nicht vergleichbar, weil Fangemeinde, also sprich Mehrzahl von Personen, aber so da auch wieder das Thema, das Spiel hat sich verändert aufgrund dieser ganzen Rückmeldung. Wo du auch sagen musst, das ist zwar auch nicht so wirklich ein Modder, der da irgendwas gemacht hat oder ein Mod, der dazu existiert, aber es ist schon irgendwo so dieser Einfluss, dass ein Spiel... im weitesten Sinne modifiziert worden ist, seitens des Herstellers.
Ja. Da habe ich jetzt aber eine ganz andere Frage an dich. Eine komplett andere Frage. Ist ein DLC ein Mod? Oder ist eine Mod ein DLC? Oh, schwierig. Schon mal drüber schwierig. Gedanken, hast du schon mal drüber Gedanken gemacht? An sich also ist es ja. Ist ein DLC ein Mod? Eine Modifikation. Nein. Wieso nicht? So, diese DLC Sache, heißt Downloadable Content. Downloadable genau. Content. Herunterladbarer so. Inhalt, genau. Ja, genau. Aber Mod ist genau das Gleiche. Jein. Also, Vorsicht, ist, Timing. Ja. Also, ein DLC ist nicht unbedingt ein Mod. Ein Mod ist aber immer ein DLC. Ja, stimmt. Okay, hast recht. Ja. Also, jetzt werden wir aber hier richtig hoch vom Niveau. Ja, stimmt. Richtig, ja. Ja, gut. Aber wenn ein Weg, der so gesehen ein DLC anbietet, bietet er so gesehen eine Mod an. Rein theoretisch. Also, im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne, oder ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, ist es schon sehr, sehr häufig. Also ich sag jetzt mal 99,x%. Es gibt halt eben DLCs im Sinne von zusätzlichen, was weiß ich, Skins, was auch immer. Ne? Da sage ich, jawohl, das ist eine Mod. Wenn es jetzt heißt, okay, du hast ein DLC, ein Soundtrack, ein Artbook oder sonst irgendwas, dann sage ich, naja gut, dann ist es ja eigentlich kein Mod mehr, bleibt aber immer noch DLC. Ja. Gut. Also deswegen sage ich, es wird mehr DLCs als Mods geben, ja, ist richtig. Aber wenn du davon ausgehst und sagst, ein Mod ist immer ein DLC, dann bin ich mit dabei. Ja. Genau. Wobei dann, weil wir es ja am Anfang hatten, selbst wenn es nur eine Erweiterung ist, dann ist es ein Mod. Ja. Ist es irgendwo eine Veränderung oder dass du, was weiß ich, in den Einstellungen irgendwas mehr einstellen kannst, von wegen es kommen mehr Gegner oder weniger Gegner oder was auch immer, ist es eine Mod. Aha. Wie jetzt zum Beispiel, was war es von Jäger hier, The Cycle, die jetzt einen kompletten anderes Spielprinzip drüber stülpen, wo du jetzt sagst, okay, das ist so ne, die Conversion an der Stelle, oder Total Conversion als Umwandlung. Ja, ist letztendlich auch eine Mod. Ja, Standalone, Team Fortress, Counter-Strike, nur um halt eben jetzt, sag ich mal, Bekannte zu nehmen, ja, ist alles irgendwo das Richtige. Und wenn es nur auf die Engine bezogen ist, ob das jetzt an der Stelle, was weiß ich, bei Raft zum Beispiel gibt's ein Mod, dass die, dass eine Laterne, die du an die Decke hängst, entsprechend der Willen mitschwingt. Oh, geil. Ja, ist ein Mod. Ja. Geil. Oder geil, aber halt das müsste im Spiel drin sein. Ja, das ist immer wieder Logik. In Richtung der Logik. Ja. Ne? So dieses, ja, ich kann ja verstehen. Da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, dieses ne, Crunching, was in den letzten Jahren immer wieder hochgekommen ist, immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hat, dass ein Spiel nicht fertig ist oder ne, Day-One-Patch und so weiter und so fort. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, auch da wieder so ein bisschen, ich kann eine Firma verstehen, die haben nicht endlos Zeit, die müssen sich an irgendwelche Fristen im weitesten Sinne halten. Und wenn die an der Stelle sagen, okay, es ist einfach nicht fertig, okay, ja, es gibt mittlerweile Early Access, hat Demos abgelöst. Also was von daher, ich immer noch schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich wirklich schade finde, dass Demos nicht mehr, die sind immer noch da, ein paar machen es, aber ich finde es immer noch schade, dass Demos halt einfach nicht mehr so präsent sind. Ich habe früher Demos gemacht. Ja. Also für die Leute, die nicht wissen, was eine Demo ist, es ist, du installierst dir das und das ist ein Spielabschnitt, den du spielen kannst bis zu einem gewissen Punkt und einer gewissen Zeit und dann nicht mehr und weiter geht's nicht und du müsstest dir das Spiel kaufen. Das heißt, du hast einen sehr guten Einblick ins Spiel, wie es fertig aussehen wird. Das ist das Problem mit Early Access, weil Early Access ist, du bist doch bei der Entwicklung dabei. Aber okay. Wobei dann da sind die Grenzen mittlerweile auch fließend geworden. Also ja, Demos an der Stelle, um überhaupt mal den Einblick zu bekommen. Ich meine, du redest heute mal so, ich bin Beta-Tester oder bin zu einer Beta eingeladen worden, es gibt eine offene Beta. Nee, wir reden von einer Demo, die sehr früh passiert, meistens immer so der erste Spielabschnitt, dass du einfach mal den Eindruck bekommst und so ein bisschen diesen
diese Rückmeldung haben willst, geht es in die richtige Richtung? Wie ist das Feedback aus der Spielergemeinschaft, aus der Community? Okay, müssen wir vielleicht noch irgendwas anpassen oder was ist aufgetaucht? Da zum Beispiel finde ich es durchaus auch interessant, wenn die Leute sagen, okay, speziell die Hersteller sagen, wie sieht das denn aus? Was fehlt euch denn in Richtung Mods? Dass auch da so ein bisschen schon, ich sag mal, mehr in Richtung Marktanalyse und mehr in Richtung Fanservice, dass da aber schon so ein bisschen so die Richtung hingeht, hey, was fehlt euch denn? Das ist natürlich schwierig, weil je nach Genre klappt das auch nicht ganz so gut, aber das so auch wieder so dieser Denkansatz, gemeinschaftlich funktioniert es besser. Und auch wenn Hersteller erstmal eine finanzielle Verpflichtung haben und betriebswirtschaftlich das hinkriegen müssen, wenn sie an der Stelle sagen würden, hey, das ist eine Demo, gebt uns mal Info. Eigentlich dieses Early Access, das ist ein finanzielles Thema. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Early Access im weitesten Sinne erstmal gut. Ich tatsächlich auch, weil ich dem Spiel so gesehen, aber Entwicklung so gesehen zugucken kann, dem Entwickler helfen kann, wenn das Spiel wirklich gut ist. Und gerade wenn es zum Beispiel Feedback-Möglichkeiten gibt, dass der Entwickler weiß, okay, pass auf, da müssen wir was machen. Wie du schon gesagt hast, Marktanalyse, Genau. Analyse besser gesagt, allgemein gesagt. Problem an der Stelle ist, Das. wenn dann an der Stelle das benutzt wird, um eine Finanzierung zusätzlich zu erreichen. So frei nach dem Motto, du wirfst ein unfertiges Produkt erstmal auf den Markt, schaust, dass du erstmal Geld reinbekommst und dieses Geld ist dazu notwendig, um weiterentwickeln zu können. Das ist dann wieder so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist ein Missbrauch von Early Access. Naja, Ja. da, dann würde ich da. Das ist ein schmaler Grat. Ja, Das das ist ist. ein ganz schmaler Grat. Weil ich tatsächlich, wenn ich ein kleines Entwicklerstudio bin und ein Spiel auf den Markt bringe, was weiß ich nicht, ein Survival-Spiel ist, und das in Early Access raushaue und sage, ey, Junge, Leute, wir sind fünf Leute und durch dieses Early Access-Ding kriege ich aber so viel Zuspruch und auch Geld, dass ich mehr machen kann, ist es nicht negativ behaftet. Ist nicht negativ. Im Gegenteil, kann dann halt eben be benutzt werden, um zu sagen, okay, ich kann meine Vision irgendwo ein Stück weit zwischenfinanzieren und sagen, hey, ich kriege das an der Stelle hin. Wenn Oder das jetzt besser. oder besser hin, genau. Wenn das dann aber ein großer Hersteller, was weiß ich jetzt, Ja. EA irgendwas machen würde, dann würde ich sagen, okay, da fühle ich mich schon ein bisschen veräppelt, Ja. weil das so nicht funktionieren kann. Ne? Da, genau, das ist. Aber Es kommt immer darauf an, ne? Es gibt auch negativ behaftete Beispiele von Early Access. Das ist auch so ein sehr geiles Beispiel mit EA und EA, ne? Early Access und Electronic Arts. Egal. Aber es gibt auch Beispiele von Early Access Games, die von kleinen Entwicklerstudios und das ist einfach nie wieder weitergemacht worden. Niemals. Wie lange Niemals. war Cube der World. sie im, Nein, Cube im World. Ach, Cube World, ja. Was war Zum Beispiel. Cube World? Wie war das denn? Dieses, weißt du noch, wie es war oder was wolltest du fragen? Nee. Nee, Das ist dieses Cube World ganz sagt mir gar komische, nichts. krasse Pixel-Game, wo du Monster auch schlechten kannst, so ein bisschen RPG-mäßig. Ist mega geil gewesen damals. Der Entwickler hat sich verpisst. Hat sich einfach verpisst. Gate, ciao. Hau rein. Ja. Kam nach 5 Jahren wieder, hat gesagt, ja, wir entwickeln das jetzt weiter. Es gab so ein bisschen Stress. Er und seine Frau war das. Und seitdem passiert nichts. Oder es ist komplett in eine ganz andere Richtung gegangen. Das ist komplett komisch gewesen. Da bin ich nicht ganz im Thema, aber ich weiß nur, also, der hat sich mit dem Geld verpisst. So gesehen, erstmal. Und hat sich ein schönes Leben gemacht. Oh ja, und dann sagt, ach so, ich brauche jetzt wieder Geld. Ich muss das Spiel weiterentwickeln. So, sorry, nein, das ist schlecht. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Punkt Ende aus. So. Crowdfunding kann gut sein, aber kann halt eben dann auch wieder Crowdfunding ist genau leicht dasselbe. Das ist missbraucht genau werden. dasselbe. Da kommen Sachen raus, da denkst du dir auch so, nee, du, lass mal. So. Aber jetzt sind wir Ja, irgendwie. jetzt sind wir aber vollwertig in andere Aber Themen jetzt abgetaucht. Aber kommen schön, auf wir jeden wirklich. Fall. Ja, ich finde es ja auch, das ist ja auch Sinn der Sache. Wir quatschen einfach nur, ne? Wir quatschen miteinander. Gerade so verschiedene Ansichten. Das ist schön. Das finden wir beide sehr cool.
Kennst du eigentlich Trainingsmods? Trainingsmods? Ja. Sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Schau mal auf. Ich habe hier, wie gesagt, ich habe eine Liste mit Notizen für Mods. Ja, ein paar Sachen habe ich da noch drin stehen. Trainingsmods sind zum Beispiel, habe ich hier drin den Boss Rush Modus von Dark Souls 3. Jetzt denkt man sich so, ja, ist das ein Boss Rush? Was willst du jetzt? Du kannst diesen Boss Rush Mod so verändern, dass du musst die gewisse Anzahl an Bossgegnern haben. Ich glaube, das waren 16. Ja. Und du kannst 16 mal den gleichen reinpacken. Das heißt, du killst ihn und du kommst wieder zu diesem Kampf und killst ihn erneut. Es ist ein Trainingsmod, tatsächlich. Gut, das heißt also bewusst, also ich meine, bei Dark Souls geht es jetzt speziell darum, um zu sagen, du musst Bewegungen, genau, Bewegungen kennenlernen, Angriffsschema, genau. Ja. Okay. Ja, also Trainingsmods finde ich tatsächlich extrem gut. Ja. Weil du hast, gerade wenn es jetzt darum geht, du hast ein Spiel und sagst, Mensch, du möchtest das wirklich ein Stück weit meistern. Ja, ich nehme jetzt mal, ich gehe jetzt mal ganz weit auf. Speedrunner. Ja, oh. Speedrunner, um nochmal um den Chip draufzulegen. Ja, weil wenn du speedrunnest Dark Souls 3 All Bosses, du musst sie alle können. So, du spielst aber den Run nicht immer. Du willst diesen Run nicht immer spielen. Ab und an weißt du, sitzt du bei einem Boss und du kriegst diesen einen Boss nicht hin. Dann bietet sich so eine Boss-Rush-Mob-Mod an, um einfach 16 Mal den gleichen Boss zu haben und mit dem gleichen Equip immer wieder zu bekämpfen. Du hast immer das gleiche Equip. Du kannst dir ein Equip so gesehen geben. Und kannst gegen diesen kämpfen und immer wieder üben. Gerade... Genau, das finde ich zum Beispiel, ist natürlich ein starker Eingriff ins Spiel, ist klar, aber halt eben mit einem anderen Ziel. Du willst halt ja dann nicht das Spielerlebnis für dich haben, sondern du willst ja bewusst dann irgendwo sagen, okay, ich trainiere jetzt bestimmte Abschnitte, was weiß ich. Das hast du ja im Prinzip in allen möglichen Bereichen. Mach irgendwas oft genug, irgendwann ist, was weiß ich, Muscle Memory in der Bewegung oder du siehst es schneller, aber du hast halt eben nicht dieses Thema, was weiß ich, oh, ich muss erstmal 2 Stunden investieren, um überhaupt dahin zu kommen und wenn ich dann es nicht hinkriege, dann muss ich nochmal 2 Stunden investieren. Richtig. Genau. Auch wieder ein bisschen genreabhängig und welches Spiel genau abhängig. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, würde ich mir bei einigen Spielen durchaus wünschen, wenn das herstellerseitig schon vorhanden wäre. Ja. Also es gibt mittlerweile viele Entwickler, die darauf das machen. Die sagen, ja, pass auf, gerade ne, die es halt als Boss Rush verpacken. Es ist halt meistens Boss Rush. Aber du hast halt immer... Ne? Ja, wie gesagt, das ist auch da vielleicht durchaus ein bisschen vereinfacht oder ein bisschen mehr mit Hintergrundwissen. Wenn wir zum Beispiel in Richtung Speedrun unterwegs sind und du hast Gegner und du kriegst im Prinzip eine Lebensanzeige und das ist ein roter Balken und der geht runter. Ja, wie viele Trefferpunkte stehen dahinter? Ja, genau. Also teilweise sowas, siehst du das an der Stelle. Ja. Ne? Das sind aber Anzeigemods. Genau, dass du dann irgendwo sagst... Das will ich auch verstehen. Sehr gut, wunderbar. Ist auf uns abgesprochen. Nee, haben wir nicht. Das haben wir tatsächlich nicht. Das habe ich bei, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, beim Streamer, der gestreamt hat, wie er an die Speedruns drangeht und sie halt eben versucht, bessere Möglichkeiten hinzukriegen und bessere Abfolgen hinzukriegen. Und das fand ich zum Beispiel hochinteressant, weil da geht es nicht mehr darum, dass du ein Spiel als Atmosphäre haben möchtest, ja, sondern wirklich dieses bewusste, ich will es trainieren, damit ich an der Stelle schneller werde, besser werde. Was ich will Daten haben. Genau. Ich will komplett das Spiel so hässlich haben wie möglich. Ich will nur noch das machen. Ja, das ist richtig. Genau. Möchte ich aber tatsächlich sogar noch ein bisschen erweitern, wenn du speziell Aufbauspiele. So frei nach dem Motto, ich muss erstmal an einen gewissen Stand hinkommen, ja. Aber dann brauchst du wieder einen Editor, dann brauchst du wieder, okay, wie kannst du das an der Stelle machen und so hundertprozentig gibt's das nicht. Und dann willst du am Anfang was einstellen, dass du schneller an den Punkt kommst, aber dann kannst du es nicht umändern. Also das sind so gewisse Sachen, wo ich sage, ja, da bist du immer noch viele Konsolen unterwegs, machst irgendwo immer noch so, ja, schwierige Anfänge dann im Prinzip oder wie komme ich an diesen Punkt? Gut, und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, lohnen sich auch Cheat-Menüs. Ja,
Habe ich zum Beispiel bei Satisfactory gemacht. Ja, normal. So nach dem Motto, ich möchte nicht wieder von vorne anfangen, sondern ich möchte direkt beim, was weiß ich, meinen Stand 4 anfangen. Ja, die ersten drei interessieren mich nicht, die will ich eigentlich am liebsten einmal klicken, fertig, läuft. Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe. Ja, funktioniert aber immer wieder extern, entweder über Cheats, dann ist wieder die Sache, ne, ja, wird es dann irgendwo erkannt, kriegst dann irgendwo eine Sperre oder hat es irgendwo negative Auswirkungen. Da würde ich zum Beispiel sagen, Mensch, so als, ich meine, die Modding-Szene ist anders aufgebaut, es gibt mittlerweile andere Möglichkeiten, wie du an Mods drankommst. Ja. Aber da finde ich zum Beispiel auch so ein bisschen, warum reagieren die Hersteller so schlecht drauf? Oder sagen die an der Stelle, hey, dafür haben wir Modder, kann ja auch eine Entscheidung sein. Und sagen, das überlassen wir denen, weil dann kriegen die an der Stelle die positive, hey, klasse, dass es sowas gibt. Wir als Hersteller sagen aber, hey, wenn ihr Speedrun wollt oder wenn ihr es unbedingt so haben möchtet, ne, akzeptieren wir, respektieren wir, machen wir aber nicht, dafür gibt es genügend Modder. Ja, gut, da würde ich, wenn sowas ist, dann wäre es natürlich cool, aber ich glaube, es ist nicht der Fall. Weiß es nicht. Genau. Da hast du aber auch nicht diese finanziellen Auswirkungen, so nach dem Motto, als Firma, okay, wird dadurch der Absatz irgendwo gestört oder sonst irgendwas, ne? Sondern da bist du wirklich in einem sehr definierten Ziel unterwegs, wo ich sage, hey, da fordere ich sogar von den Herstellern irgendwo ein Stück weit einfach Akzeptanz, zu sagen, ja, alles klar, das kann gerne gemacht werden. Ich sag mal so, viele Entwickler werden wahrscheinlich auch sagen, so macht es. Wir machen es nicht, aber dafür gibt es Leute, die werden es machen. Aber wir sparen die Ressourcen ein, das zu machen. Weil damit können wir lieber gucken, dass wir noch ein bisschen mehr in die Entwicklung reinsetzen und nicht uns darum kümmern müssen, dass es dann zum Beispiel ein Menü gibt, wo du cheaten kannst. Genau. Das ist halt wie Ressourcen, ne? Die du dann wieder sparst und damit ist das Spiel halt... Sagen wir mal, die würden sowas machen und wüssten, nein, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Aber das ganze Spiel wird sich um einen Monat verschieben. Oder es muss an Tag X rauskommen, aber die sitzen dann einen Monat dran und bauen dieses Menü da auf, was übertrieben ist. Ihr wisst, war nur ein Beispiel. Und darum kommt das Spiel unfertig raus. Dann lasst es lieber sein. Ja, auch so ein bisschen diese... Ich meine, reden wir von einer Firma. Ja, da müssen irgendwann auch mal harte Entscheidungen getroffen werden und dann auch irgendwo zu sagen, wir grenzen uns ab, das machen wir nicht, weil es für uns zu risikobelastet ist, zu wenig auf Verkaufszahlen auswirkt oder was auch immer. Aber dann halt eben so im Hintergrund, aber dafür gibt es ja der gesamte Rest der Spielerwelt, die sich ja damit beschäftigen kann. Gut, dann ist aber immer noch so, akzeptiert der Entwickler und der Publisher das. Da, was du vorhin schon gesagt hast, es muss halt dann die Akzeptanz da sein, dass es Mods gibt. Ich gab mal ein Beispiel von The Binding of Isaac. Da hat sich, ich bin mir nicht mehr komplett sicher, wie das war. Ich bin aber sicher, dass er irgendwie mal gesagt hat, also Macmillan gesagt hat, keine Mods. So, mittlerweile hat er sich da geändert. Und es sind Mods erlaubt. Du kriegst keinen Fortschritt drauf, wenn du bestimmte Mods hast. Aber ja. Es war mal so, keine Mods. Warum? Mods? Nein. So. Ja, das Spiel lebt aber nun mal jetzt fast. Also es lebt 4 von Mods. Ja. So. Ja, genau, da sind wir wieder in dieser Sensibilität, ne? Akzeptieren, ja, vielleicht auch still akzeptieren und. Ne, so nicht drüber reden, wird schon irgendwo passen. Ja. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Auf jeden Fall, ja. Es kann in viele Richtungen gehen. Und so einen 100% richtigen Weg, den gibt es einfach nicht. Nee, kann das nicht gehen. Kann das nicht sehen. Ja. Kann das nicht gehen. Also von daher klar, ne, so ein bisschen dieses, wenn es negativ sehen möchtest, so dieses, hey, ne, ist es eine Konkurrenz, will ich das selber machen oder gebe ich es lieber freiwillig ab und beschäftige mich erst gar nicht. Hm. So Betriebswirtschaftlichkeit muss man bei den Firmen irgendwo ein Stück weit anerkennen, das ist nun mal einfach so. Ob die das jetzt richtig oder falsch machen, ne, so, ne, da sind wir wieder im Bereich, ne, In-Game-Shop und so weiter und so fort. Gut, es kommt immer drauf an, In-Game-Shop kommt immer drauf an. Ne, also wenn wir in Ingame-Shop reden wollen, dann, ja, das ist...
Ja, wie erkläre ich das? Ich habe kein Problem damit, Geld in ein Spiel auszugeben. Da könnten wir auch mal drüber reden, tatsächlich. Weil ich habe schon viel Geld in Spiele investiert in den Shop. Nicht gerade wenig. Und kommt immer drauf an, lohnt sich das? Also, ne? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich spiele in letzter Zeit viel Warframe. So. Warframe Free-to-Play-Shooter, Looter-Shooter. So. Ich bin auch am überlegen, ob ich da nochmal was reinschmeiße. Ich habe es bei Path of Exile immer wieder gemacht. Dazu muss man aber wissen, dass ich Path of Exile, es ist auch kostenlos, habe ich aber auch 785 Stunden gespielt. Wenn ich da jetzt jede zweite Season oder ist, das ist ein Dings? League? Was bei Path of Exile ist, ja, ist die Liga, ja. Liga. Jede zweite mal ein 15er in den Pot schmeiße, bin ich nach 8 Seasons, bei 60 Euro. Was ich heute für ein normales Spiel ausgeben würde. Ich habe aber 785 Stunden Spielspaß gehabt. Ja, können wir uns auf jeden Fall mal für eine Diskussion aufheben. Ja. Das können wir sowieso dann mal, genau, mal so insgesamt, ne, kostenlose Spiele gegenüber Zahltitel. Ja, gut. Es kommt immer noch an, ne? Aber so. Wir kommen immer wieder weg von Thema Modding. Das ist geil, ey. Ich liebe sowas. ich mag sowas. Ich mag dieses wir gehen dann einfach in eine ganz andere Richtung. Was cool ist. Ja. Multiplayer-Mods. Gibt auch noch ein schönes Ding, ne? So, es gibt Mods, Spiele, die nur Singleplayer sind, aber auch Multiplayer-Mods gibt es dafür. Ja? Beispiel ist ja bis damals Stardew Valley nicht jetzt Multiplayer, das war früher eine Mod. Währenddessen wurde auch nach Multiplayer-Dings programmiert, nebenbei. Das Wort auf die Serie kennt, aber eine Mod. So, was hältst du eigentlich davon? So, ein Singleplayer-Spiel, was eigentlich Singleplayer ist, was mit einer Mod zum Multiplayer wird. Kann nicht schlecht sein, oder? Nein, das würde ich so nicht unterschreiben. Nein, ich meine, es kann nicht negativ sein. So. Weil du teilst eine Spielerfahrung. Gut, wir müssen ein Beispiel haben am besten. Weil Beispiele sind immer cool. Beispiele sind gut. Genau. Ich würde auch ganz gerne mit einem Beispiel anfangen. Es tut mir leid, es ist wieder GTA. GTA 3 ist eigentlich ein reines Singleplayer-Spiel. Und es gab irgendwann mal den Mod Multi-Theft Auto, glaube ich, hieß ja, das. Ja, ja, ja. Was dann letztendlich der Multiplayer dazu war. Punkt 1. Jedes Mal, wenn ich im Singleplayer durch die Gegend gefahren bin, ich sag mal, wer GTA 3 viel gespielt hat, der weiß, dass das irgendwann halt eben so im normalen Verkehr LKWs fahren, die hinten im Prinzip wie so eine kleine Rampe haben. Und immer so dieses, ja, typisches GTA-Problem, wenn du eine gewisse Entfernung zu Fahrzeugen hast, dann verschwinden die. Oder beziehungsweise andersrum, die ploppen dann einfach aus dem Nichts auf. Ja, ja. Und so der erste Gedanke war, boah, wie geil wäre es, das als Multiplayer zu haben, dass einer diesen LKW fährt und der andere dann letztendlich abgestimmt, dann so ein bisschen cineastisch da irgendwo das Ganze aufbaut und dann im Prinzip da drüber jagt. Wo ich gesagt habe, so, hey, cool. Ja, bei solchen Spielen funktioniert das. Ich würde das aber nicht für alle Spiele unterschreiben. Wenn ich zum Beispiel sowas nehme wie, ich bin jetzt einfach mal ins Blaue geredet. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas nehmen würde wie Mass Effect. Ja? Mass Effect, du bist eigentlich immer im Dreierteam unterwegs und musst immer deine zwei Kompagnons irgendwo mit steuern, beziehungsweise die KI übernimmt das ein Stück weit. Da wäre ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht begeistert, wenn das als Multiplayer zur Verfügung steht, dass du in den Missionen dann mit drei Leuten unterwegs bist. Da würde ich zum Beispiel sagen, nee, macht irgendwie keinen Sinn. Wenn ich jetzt aber sowas nehmen würde, wie zum Beispiel
was hätten wir denn? Resident Evil 4. Resident Evil 4. Okay. So, bei Resident Evil 4 würde es zwar nicht in die Story passen, weil du da immer irgendwie so der Alleinkämpfer warst oder von anderen getrennt wirst oder sonst irgendwas. Aber da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass du einfach sagst so, hey, mit gewissen Anpassungen, was auch immer. Ja? Aber dass du dann irgendwo sagen kannst, boah, cool, es gibt noch mal eine andere Richtung. Ja? Du bist nicht wirklich allein, sondern du bist halt eben zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt. Und hast dann aber die Möglichkeit zu sagen, dieses Spielerlebnis ändert sich. Ja. So dieses, hey, lass uns doch mal zusammen so mal richtig, so richtig rocken. Hey, wir sind die Coolsten, ne? Wir sind die Geilsten. Ja. Hey, komm, ist keine große Herausforderung mehr. Ne? Deswegen die Anpassung, da kann man vielleicht noch ein bisschen dran rumschrauben. Aber das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sagen würde, so cool, weil sowas gibt es bei Resident Evil einfach nicht. Es gibt kein, aber es ich, guck, ich gucke gerade nebenbei Resident Evil 4, ob es Multiplayer-Mod gibt. Naja, vielleicht mit dem Remake, was wir jetzt vor ein paar Tagen angekündigt haben. Aber das sind so Sachen, wo ich mir so denke, so ja, da wäre es cool. Es gibt halt wirklich keins. Warum gibt es kein? Okay. Ja, aber zum Beispiel war es bei mir, ich kann es jetzt mal aus dem Laune machen, weil es ist bei mir, erzähl ich mal eine kleine Geschichte, weil ich gerade jetzt explizit nachgeguckt habe, nach Resident Evil. Meine Idee war mal, alle Resident Evil-Teile auf dem Kanal zu haben. Habe ich irgendwann verworfen, weil wir irgendwann das Problem hatten, also ein Kumpel und ich, ja, wie wollen wir denn eigentlich die Singleplayer-Spiele machen? Ja, toll. Das ist halt ungeil. Da habe ich da gerade explizit nachgeguckt, tut mir leid. Aber ja. So, warum gibt es sowas nicht? Wahrscheinlich, weil es zu schwer ist, das zu programmieren. Weil es gibt keinen Server, worauf du zugreifst. So. Ja. Klar könntest du über P2P machen, aber ja. Aber das wäre cool. Ja gut, ich sag mal, Umsetzung sei mal dahingestellt. Ich meine, da bin ich vom Programmieren zu weit entfernt, da kann ich nicht wirklich was zu sagen. Aber es wäre zum Beispiel, wie oft spielst du ein Spiel und denkst dir so, boah geil, das würdest du jetzt echt mit einem Kumpel zusammen machen. Ja, genau. Oder mach's genau andersrum, nimm dir sowas wie, was weiß ich, Ghost Recon oder sonst irgendwas, wo du sagst so, geil, wir sind hier jetzt im Viererteam unterwegs, ne? Oder hier Spot oder sonst irgendwas. Ja. Hey, wir machen das, weil wir abgestimmt sind, weil das Spielprinzip ist. Ja gut, aber da gibt es ja tatsächlich mittlerweile Spiele dafür, die explizit genau das machen. So, was ich halt auch geil finde, ne? Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, GTFO. Geht ohne Kommunikation nicht. Oder es gibt auch, wie heißt das Spiel denn? Wo du wirklich so eine SWAT-Einheit spielst. Also ich weiß nicht, ist schon ein bisschen länger her, aber SWAT 4 kenn ich an der Stelle. Nee. Das gibt tatsächlich, Du meinst hier, ich fällt selber nicht ein. Guck grad nach. Ready or not. Ready or not, heißt das Spiel. So. Darum, aber ja, klar, so eine Mod würde ich trotzdem geil finden für bestimmte Spiele, gerade Multiplayer. Weil ich einfach finde dieses. Mit dieses Multiplayer zu spielen, viel besser in bestimmten Punkten. Ja, weil durchaus du einfach, auch, durchaus auch nochmal die andere Seite. Ich meine, wir haben jetzt darüber geredet, so Singleplayer, wo du sagst, so, hey, Multiplayer wird das Ganze nochmal ein bisschen aufpeppen oder irgendwo mal gemeinsam Spaß irgendwo geben. Genau andersrum zum Beispiel auch. Wenn du jetzt irgendwo sagst, du hast eigentlich einen reinen Multiplayer-Titel, aber du willst ja eigentlich so ein bisschen trainieren, also wir streifen so ein bisschen die Trainingsmods. Aber versuch doch mal irgendwo nichtmenschliche Gegenspieler zu haben, dass du das trainieren kannst und dass du ein bisschen einen anderen Eindruck bekommst, anders, dass du das Spiel irgendwo begreifst. Was ist denn eigentlich möglich an der Stelle? Das ist auch nochmal so ein bisschen Thema, was interessant wäre. Klar. Muss ja nicht immer irgendwo, was weiß ich, das Aimlab sein, dass du irgendwo einfach das reine Zielen lernst oder Reaktionen lernst, sondern halt eben so, hey, wie sieht das im Spiel aus?
Ach ja. Ja, das Thema ist riesig. Wir merken es gerade beide ein bisschen. Wir kommen von einem, weil das Modding ist nicht einfach nur, ja, installierende Mod. Das ist halt viel mehr, wie wir es selber gerade gemerkt haben, dass wir von Thema zu Thema kommen. Das ist schon krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so krass wird. Ja, also erwartet habe ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber klar, es ist ja irgendwo logisch. Es gibt einfach diese typischen Regeln einfach nicht. Ja. Weißt du, wenn wir wieder die Fragen vom Anfang mitnehmen, ne? Ist es gut oder ist es schlecht? Kannst du so nicht beantworten. Es gibt Sachen oder mit gewissen Zielrichtungen ist es gut, mit anderen Zielen oder mit anderen Richtungen ist es wieder schlecht. Ja? Ja. Um mal bewusst was auszuprobieren und das im Prinzip die sämtliche Grenzen des Spiels zu durchbrechen, kann gut sein, wenn du einfach wissen willst, was möglich ist. Auf der anderen Seite, wenn du dadurch im Prinzip dir die Herausforderung nimmst, ist es wieder schlecht. Wenn wir sagen, wie aufwendig ist das? Ich meine, wenn du jetzt irgendwo sagst, was weiß ich will da irgendwo einen bestimmten Skin haben, ich will ein bestimmtes Auto haben, ja, kann vielleicht relativ einfach sein, aber wenn du dann irgendwo sagst, boah, ich habe hier eine ganze Storyline entwickelt, dann ist der Aufwand natürlich vielleicht ein paar hundert Stunden. Aha. Ja. Oder wie sind diese Fanbase-Thema, Thema Black Mesa zum Beispiel, was über Jahre entwickelt worden ist. Ja, ja. Ja, ich meine, Jahre, klar, das ist Zeit, aber wie viel Aufwand dahinter steckt, boah. Ja, das ist, es ist nicht einfach nur alles schwarz-weiß. Ja, es ist auch so ein bisschen dieses, zum einen, man muss sich selber ein Stück weit zurücknehmen und darf halt eben nicht einfach zu viel erwarten oder so die typischen Diskussionen, boah, hier, der Hersteller unterstützt Modding nicht, warum macht er das? Hey, trotzdem wird's gemacht. Aber auch ein Hersteller muss irgendwo schauen, dass er einfach sich rechtlich absichert und vielleicht auch nicht offiziell sagen kann, dass es unterstützt wird. Nee. Aha. Und auf der anderen Seite aber dann auch zu, sag ich jetzt mal, ein Hersteller, zu Rechtsweisen klingt wieder ein bisschen hart an der Stelle, aber zu überzeugen, hey, wenn ihr das machen würdet, wäre das doch deutlich sinnvoller oder da wird die Logik viel mehr zusammenpassen. Ja? Und diese Wechselwirkung, ja, die ist an der Stelle immer personenabhängig. Du hast halt eben nicht eine Firma oder einen Hersteller, mit dem du immer auf die gleiche Art und Weise reagierst, sondern je nachdem, wer es liest, der sieht das anders. Bei den ganzen Modern, manche, die sagen, ja, easy going, ne? Und andere sagen, boah, nee, da erwarte ich jetzt aber schon eine offizielle Reaktion. Ne? Das ist so dieses Wechselspiel. Ich persönlich sage, zu jedem Spiel erstmal spielen so, wie der Hersteller es möchte. Dann kann man sagen, gut oder schlecht. Ja, war eine gute Story, war eine schlechte Story, hat Spaß gemacht, hat keinen Spaß gemacht, ja, was auch immer. Und danach sich damit zu beschäftigen, was gibt es denn eigentlich für Mods? Egal in welcher Richtung. Ob das jetzt anderes Aussehen ist, andere Texturen, was weiß ich, 4K-Texturen oder sonst irgendwas. Ja? Oder aber andere Rezepte fürs Crafting oder sonst irgendwas. Das ist so ein bisschen dieses, hey, wenn du es einmal original gespielt hast und dann im Prinzip den Vergleich ziehst, was kann ich denn jetzt noch machen oder was will ich jetzt dann nochmal machen? Das ist eigentlich die... Für mich das Spannende, wo ich sage, und jetzt kann ich eintauchen. Was? Eine Google-Suche. Was sind denn so die besten Mods? Was sind denn die meistgespielten? Was wird denn empfohlen? Und automatisch hat der Hersteller einfach den Vorteil, über das Spiel wird geredet, man beschäftigt sich damit, man hat noch Interesse. Ja, und das ist so genau dieser Kreislauf, der aktuell wahrscheinlich zu wenig gemacht wird, der aber einfach wichtig ist. Weil davon dann letztendlich alle profitieren. Der Hersteller, der im ultimativen Ende dann letztendlich sagt, hey, ich kann dadurch den Markt besser bedienen und habe dadurch höhere Absatzzahlen. Und die Spieler, die sagen, boah, ich kriege ein geiles Produkt an der Stelle, was mir einfach irgendwo Spaß macht. Ja. So, mit diesem Wort zum Sonntag. Ja, tatsächlich hätte ich jetzt auch gesagt, sollten wir mal zum Ende kommen, tatsächlich. Ich meine, wir reden ja schon wieder 2 Stunden. Ui, 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 ui. Das Thema ist riesig. Wer bis hierhin durchgehalten? Wer bis hierhin durchgehalten hat, haut's mal unten rein. Allgemein war es dieses Thema riesig. Wir könnten halt, glaube ich, noch 3 Stunden drüber quatschen. Ja, wir können noch ein bisschen was dran. Ja. Also tatsächlich, wir könnten, glaube ich, die ganze Zeit drüber quatschen, weil wir immer noch wieder Punkte haben. Ich glaube, das letzte Wort ist hier bei dem Thema noch nicht gesprochen, denke ich mal. Ich glaube, wir werden uns nochmal zusammensetzen wegen dem Thema.
Vielleicht noch ein bisschen was andere Sichten, genau. Vielleicht noch ein bisschen, auch ich mal ein bisschen vorbereiteter in dem Falle. Ein bisschen andere Sicht und noch ein bisschen. Vielleicht passiert in der Zwischenzeit noch was. Heißt ja nicht, dass wir es beim nächsten Mal machen, sondern beim nächsten Mal. Was kommt da? Was kommt als nächstes denn? Was ist denn unser nächstes Thema? Was hast du denn? Ja. Was hast du denn da ausgesucht? Wir haben. Naja, was sagst du ich aus? Wir haben gemeinschaftlich drüber diskutiert, ob es für gut befunden, wenn wir mal sagen, hey, jetzt haben wir zweimal so das grob das Feld Games umrissen. Wir wollen mal in ein anderes Thema einsteigen und sind drauf gekommen. Wir wollten mal Filme mal ein bisschen genauer beleuchten. Und haben gesagt, so, hey, ja, Lieblingsfilme, All-Time-Favorites, so ein bisschen, welche Filme schauen wir uns an? Oder immer wieder mal an? Und haben Spaß dabei. Und das ist dann unser nächster Podcast an der Stelle. Ist also das filmische Pendant zu den ersten, zur ersten Folge. Sag ich jetzt mal im Filmbereich das Pendant dazu. Wir hatten in der ersten Folge hatten wir ja viel über Games gequatscht. Die ist sehr empfehlenswert, weil wir wirklich viele coole Spiele gehabt haben. Und ich habe sogar bei mir eins vergessen, aber ist egal. Eins der wichtigen Spiele habe ich bei mir einfach vergessen im ersten Teil. Alles gut. Habe ich einfach komplett. Schiebe auf die Zeit. Nee. Das war einfach, weil ich doof bin. Aber ja. Darum, das werdet ihr dann im Juli hören. Und cool, freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Gerade Filme, weil da können wir wieder viel quatschen drüber. Gerade auch wieder dieses. Ja, ich hab da Bock drauf. Weil ich habe ihr auch. Mit diesen Worten würde ich sagen, ihr wisst, was zu tun ist. Ja? Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge auch mal habt oder sagt, Leute, haut mal das Thema an. In die Kommentare. In der Videobeschreibung außerdem habt ihr verschiedene Links, da könnt ihr auch mal eben raufklicken oder auschecken. Gerade die Band Bayoun, die ist super. Ich sag es noch einmal, jetzt zum Ende. Die ist toll. Da wir die auch kennen, by the way, das quatscht gleich mit dir. Vielleicht laden wir doch mal den Gitarristen noch mal ein. Und quatschen mal über Musik. Wäre mal eine Option, dann wären wir mal zu dritt. Aber das kommt noch. Ja, einen Daumen rauf. Macht den Nost glücklich. Yay! Und ja, da hast du noch irgendwelche schönen Worte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao, ciao.